Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Europäer, will ich fast sagen, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Europakongress Starke Regionen für ein starkes Europa. Und ich freue mich sehr, dass Sie trotz der widrigen Umstände, draußen schneit es und die Straßen sind glatt, zu uns gefunden haben. Wir hatten 300 Anmeldungen, ich glaube ein, zwei auch unter den Hauptakteuren des Abends, stehen vielleicht noch im Stau, beziehungsweise dann auf den glatten Straßen hängen die noch fest. Vielleicht kommen noch einige zu uns später dann noch hinzu. Aber ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und ich finde das schon ein beeindruckendes Bild, hier einen vollen Plenarsaal zu haben mit überzeugten Europäern, die mit uns diskutieren wollen über die Zukunft von Europa. Und herzlichen Dank, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr darüber. Und ich habe direkt zu Beginn einen Hinweis erhalten, weil wir wollen nicht nur hier diskutieren, sondern vielleicht auch in den sozialen Medien. Und deswegen gestatten Sie mir, dass ich diesen Hinweis direkt mache, denn in den sozialen Medien soll man einen Hashtag verwenden, ist mir gerade gesagt worden. Und dieser Hashtag lautet Europa-NRW. Also wenn Sie bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram unterwegs sind, nutzen Sie diesen Hashtag, dann können wir direkt auch mit Ihnen diskutieren und finden Sie dort. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich willkommen heißen. Das mache ich aber nicht alleine, sondern das mache ich im Namen der FDP-Landtagsfraktion. Und ich möchte vielleicht einige, es sind ganz viele Kolleginnen und Kollegen heute unter uns, aber einige möchte Sie im Namen einiger besonderer Abgeordneter auch willkommen heißen, und zwar zum einen im Namen von Thomas Nückel. Thomas Nückel ist unser Sprecher für Europa und Internationales der FDP-Landtagsfraktion. Neben ihm sitzt Dietmar Brockes. Dietmar Brockes ist Vorsitzender des Ausschusses für Europa und Internationales. Dann in der zweiten Reihe sehe ich Kollegen Moritz Körner. Der ist zwar Sprecher für Hochschule, aber der ist zugleich auch Spitzenkandidat der FDP in Nordrhein-Westfalen zur kommenden Europawahl. Und neben ihm sitzt der Kollege Dr. Werner Feil. Werner Feil ist Vorsitzender des Rechtsausschusses hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen, aber durch und durch überzeugter Europäer, will ich wohl sagen. Er kommt aus Aachen. Und Aachen ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, denn sowohl Werner Feil als auch Dietmar Brockes waren heute Morgen in Aachen bei der Unterzeichnung des neuen deutsch-französischen Friedensvertrages. Und deswegen will ich sagen, einen besseren Zeitpunkt hätten wir uns heute fast gar nicht aussuchen können für diesen Europakongress, um mit Ihnen zu diskutieren. Das haben wir natürlich von langer Hand ganz genauso geplant und auf den heutigen Tag gelegt. Aber meine Damen und Herren, ich will sagen, sowohl die Unterzeichnung des Friedensvertrags als auch dieser Europakongress, ich glaube, die tragen den, im Grunde verkörpern sie den gleichen Geist, denn genau 56 Jahre nach der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags stehen auch wir für ein Miteinander, für gemeinsames Handeln und gemeinsames Lösen der Herausforderungen unserer Zeit. Und wir wissen, es wird nur gemeinsam gehen. Denn wir wissen auch, dass mit der Europäischen Union eine, ja, ich will sagen, einzigartige Wertegemeinschaft, dass wir eine einzigartige Wertegemeinschaft haben, die es, so glaube ich, heute mehr denn je zu verteidigen gilt. Und die auch, jetzt ist das Jahr 2019 ja noch recht jung, aber ich glaube, es wird auch ein ganz wichtiges Jahr für die Europäische Union seit ihrem Bestehen, dieses Jahr 2019, mit ganz wichtigen Entscheidungen. Und wie hat Hans-Dietrich Genscher gesagt? Er sagte, Europa ist unsere Zukunft, eine andere haben wir nicht. Und ich glaube, offene Grenzen, der gemeinsame Binnenmarkt, sind für unsere Gesellschaft, sind für Nordrhein-Westfalen, sind um unsere Partner, um uns herum unerlässlich. Und natürlich sehen wir, teils mit großer Sorge, dass Kritik, dass Ablehnungen aus einigen Mitgliedstaaten zunehmen, einige Länder gar die EU rückabwickeln wollen oder die Europäische Union gar verlassen wollen. Wir alle verfolgen ja gespannt die Situation in Großbritannien in diesen Tagen. Aber auch in Deutschland gibt es von rechts wie von links ähnliche Tendenzen. Die Rechtspopulisten
sagen ganz offen, Deutschland müsse aus der EU austreten. Und das ist nicht das, was wir wollen. Davon distanzieren wir uns als Freie Demokraten ganz erheblich, meine Damen und Herren. Denn wir sind überzeugte Europäer und wir wissen, dass es diese Wertegemeinschaft, dass sie wichtig ist und dass wir sie auch entsprechend verteidigen müssen, meine Damen und Herren. Und wir sagen, natürlich sind wir dabei aber nicht naiv. Natürlich nicht. Freie Demokraten sind selten naiv. Und deswegen gilt es natürlich auch nicht zu verschweigen, dass es in bestimmten Bereichen eben auch Reformbedarf gibt. Und dass wir uns eben nicht im Klein-Klein der Krümmungsgraden von Gurken oder der Schnullerkettenordnung, sag ich mal, verlieren dürfen bei der Frage Europa, sondern eben den Blick wenden müssen auf die großen, auf die zentralen Fragen. Und wir wollen als Freie Demokraten ein Europa der Chancen und wir treten für europäische Lösungen ein, dort, wo das eben Sinn macht. Zum Beispiel bei der Digitalisierung, das Riesenthema, Digitalisierung. Bei der Migration beispielsweise, das wird nur gemeinsam gelingen. Aber auch bei anderen Fragen. Das weiß der ein oder andere hier im Raum, wer mich kennt vielleicht, dass mir das besonders am Herzen liegt, wenn ich über die innere und äußere Sicherheit Deutschlands spreche. Auch da brauchen wir europäische Lösungen, beispielsweise im Kampf gegen Terror oder im Kampf gegen organisierte Kriminalität. Und das sind für uns Fragen, meine Damen und Herren, die gilt es europäisch zu beantworten. Und den Fragen wollen wir uns stellen, diese Fragen wollen wir mit Ihnen, wollen wir mit unseren Gästen gemeinsam diskutieren. Und weil nämlich viele dieser Fragen eben Nordrhein-Westfalen ganz besonders betreffen. Und deswegen ist es so wichtig, freuen wir uns darauf, mit unseren niederländischen, mit unseren belgischen Freunden auch darüber zu sprechen, wo können wir vielleicht innovativer sein, wo gibt es innovativere Lösungsmöglichkeiten, wie wir diese kleinen und großen Probleme des alltäglichen Lebens besser bewältigen und wie unsere Zusammenarbeit vielleicht noch ein Stück weit besser werden kann. Ja, und dazu haben wir uns hochkarätige Gäste eingeladen, meine Damen und Herren, denen wir das diskutieren wollen. Und deswegen heißen Sie ganz herzlich mit mir willkommen den Botschafter des Königreichs der Niederlande in Deutschland, Herrn Wiebke Kingma. Herr Kingma, schön, dass Sie da sind. Bei uns ist der Präsident der Hochschule Niederrhein, Herr Professor Hans-Henning von Grünberg. Heißen Sie ganz herzlich willkommen den Parlamentspräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Herrn Alexander Miesen. Bei uns ist die Geschäftsführerin im Bereich Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik bei Unternehmer NRW, Frau Tanja Nackmeier. Mit wirklich großer Freude begrüßen wir den Regionalminister für Wirtschaft, Forschung und Wissenschaft der Provinz Limburg, Herr Dr. Joost van den Akker. So, und ich glaube, mittlerweile zu uns gestoßen ist auch der Abteilungsleiter Innovation, Umwelt, Industrie bei der IHK Aachen, Herr Dion Schneider. Schön, dass Sie da sind. Entschuldigung, da habe ich den Namen verwechselt. Herr Raphael Jonas, so ist es richtig. Das kommt, wenn man jetzt hier improvisiert. Bitte, also verzeihen Sie mir das, aber heißen Sie ebenso willkommen Herrn Dion Schneider. Der ist aber Beigeordneter der Stadt Kerkrade. So ist es richtig. Und Sie sehen, meine Damen und Herren, wenn man so hochkarätige Gäste hat, und ich brauche nur nach vorne schauen, ich sehe nämlich unter Ihnen auch sehr, sehr viele Gäste, die ich eigentlich gerne auch noch besonders oder gesondert begrüßen möchte. Bitte verzeihen Sie mir das, dass ich das an dieser Stelle jetzt nicht noch mache, denn wir haben ein ganz spannendes Programm noch vor uns. Und ich glaube, wenn ich jetzt anfange, den einen zu begrüßen, dann ist mir der andere hinterher noch sauer, dass ich ihn vergessen habe an der Stelle. Deswegen seien Sie uns alle aufs Herzlichste willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und mit uns diskutieren wollen. So, und jetzt sehe ich einen, der sich auch freut, weil er nämlich jetzt an dieser Stelle übernehmen darf und weiter fortführen darf durch den Abend. Das ist unser Freund Thomas Nückel. Thomas, das Pult ist dir. Meine Damen und Herren, freuen sich auf einen spannenden Abend und herzlichen Dank, dass Sie hier mit uns diskutieren. Dankeschön. It's yours. Mein Gott, stellt das Pult immer hoch. Herr Botschafter Kingma, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen hier ins Plenum rund des Landtags gekommen zu sein zum Thema Europa.
Es ist wirklich heute ein ungewöhnlicher und ein besonderer Tag. Ungewöhnlich, weil aus den Niederlanden eine Schneewetterlage zu uns gekommen ist. Der Botschafter hat mir versichert, er sei nicht schuld. Er kommt aus Berlin. Vielleicht ist es der Minister aus Limburg, der uns das rübergeschickt hat. Es ist eher ungewöhnlich. Normalerweise kommt es ja hier aus dem Norden oder Osten. Es ist ein besonderer Tag. Marc Lübcke hat es gerade angesprochen. 56 Jahre nach dem Élysée-Vertrag besiegelt in Aachen die Bundeskanzlerin und Präsident Macron den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag. Unser Ministerpräsident Laschet unterstrich in seiner Rede zu Recht, das deutsch-französische Tandem läuft. Und für wenige Stunden bestimmen diese Schlagzeilen auch das Medienbild. Schon morgen wird das Thema leider, glaube ich, wieder verdrängt werden. Denn das Thema Brexit, ja, es wird langsam lästig, aber es wird uns noch lange erhalten bleiben. Und es lässt die Emotionen hochkochen, auch hier im Landtag. Als Sie das Gebäude betreten haben, haben Sie vielleicht noch ein Flimmern in der Luft erkannt. Keine Sorge, mit der Kantine ist alles in Ordnung. Aber wir hatten hier eine Sondersitzung gestern zu dem Thema mit einem gewissen Schlachtengetümmel, so will ich es nennen. Auf der gestrigen Sondersitzung des Europaausschusses auf Antrag der SPD sollte es um den Brexit gehen. Nun, viel Neues gab es dort nicht zu bereden, aber es ging der Opposition auch gar nicht um Europafragen oder die Frage, welche Strategie wir nun zur aktuellen Lage beim Brexit einschlagen wollen. Es ging wieder nur um den Brexit-Beauftragten der Landesregierung, um Friedrich Merz. Das war das Thema der Opposition. Die SPD leidet immer noch darunter, dass Merz nicht Parteivorsitzender der CDU geworden ist. Und die Rechtspopulisten haben Angst, dass er noch irgendwas anderes vielleicht wird. Der Brexit schwächt die Schwerkraft innerhalb der EU. Aber es kommt nicht wirklich unerwartet, denn seit Monaten hat man zwar gehofft, dass der Brexit weich oder gar nicht kommt, aber alle mit Verantwortung haben sich eigentlich schon auf den harten, ungeregelten Brexit eingestellt. Auch in der Wirtschaft haben viele ihre Checklisten entwickelt und aus den Schubladen geholt. Nur die Opposition war in diesem Landtag auf diesen Fall nicht vorbereitet. Sonst hätte ich mir diese Verrenkung strategischer Natur, wir hatten sogar schon mal eine Aktuelle Stunde, morgen werden wir schon wieder eine zu dem Thema haben, sonst könnte man sich diese strategischen, ja, sag mal, Manöverübungen nicht erklären. Wir haben den Sozialdemokraten geraten, sie sollten vielleicht die Zeit besser nutzen, um auf ihre von Nationalismen und trotzkistischen Verschwörungen zerrissenen Labour-Freunde in Großbritannien einzuwirken. Ja, und dass die AfD nicht verstehen kann, wie man über Landesgrenzen kommuniziert, ohne Schlagzeilen zu machen, verwundert auch nicht. Ihre Anhänger, ich erinnere da mal an den Dresdner Berufskriminellen Lutz Bachmann, kommen ja nicht mal nach Großbritannien rein. Zu Großbritannien. Der Plan B ist noch unkenntlich und wird voraussichtlich aufgrund der innenpolitischen Grabenkämpfe nicht entschieden werden können. Ich bin stolz, dass nur Liberale zusammen mit den schottischen Nationalisten in Großbritannien ohne Wenn und Aber für die Europäische Union trotz der Umstände und der Diskussion in Großbritannien eingetreten sind. Ministerpräsidentin May ist nun nicht nur lame duck, sondern höchstwahrscheinlich auch eine lebende dead duck, umringt von den Zombies aus Tories und Labour Party. Ja, wir wollen nun vielleicht versuchen, die Zeitachse hinauszuschieben, die Uhren in alter Tradition anzuhalten, die Austrittsfrist vielleicht bis zum 30. Juni zu verlängern. Das ist ja auch ein Vorschlag. Aber länger werden wir eine Lösung nicht herauszögern können. Ich hoffe, es wird noch eine Lösung geben. Alexander Lambsdorff hat geschrieben, dass er immer noch einen Vorrat an English Breakfast Tea habe. Was er damit sagen will, dass bei aller Aufregung wir, glaube ich, auch ein bisschen Ruhe und Coolness bewahren müssen. Und es wichtig ist, dass Großbritannien unser Freund bleibt, trotz des politischen Chaos. Das britische Parlament weiß zwar nicht, was es will, nur was es nicht will, aber die Regierungsstellen in Nordrhein-Westfalen, das kann ich unterstreichen, wissen genau, was sie wollen. Wir wollen Unternehmen stark für die anstehende Situation machen, sachlich, diskret, ohne herumzureden und zu lamentieren. Und wir wollen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Wir setzen Ansprachen für ansiedlungswillige Unternehmen. Und die Landesregierung hat eben nicht die Verantwortung auf den Beauftragten abgeschoben, sondern sie hat sie ergänzt und sich weitere Kompetenz auch an Bord geholt.
Die Landesregierung bereitet sich auf die möglichen Austrittsszenarien in einer Arbeitsgruppe interministeriell vor und sie steht im Rahmen einer Bund-Länder-Gruppe und der Europaministerkonferenz auch im kontinuierlichen Austausch. Denn einige Themen wie die Zollfrage, wie Staatsbürgerschaftsrecht wird nur in Berlin gelöst werden können. Auf Landesebene wurde ein Normenscreening durchgeführt, um notwendige Anpassungsmaßnahmen zu identifizieren. Und das Wirtschaftsministerium mit Professor Pinkwart hat für nordrhein-westfälische Unternehmen ebenfalls Unterstützungsmechanismen eingerichtet. Die Landesregierung wird zudem durch die Schaffung eines zentralen Informationsangebots ihre Kommunikationswege bündeln, damit man auch weiß, wo kann man nachfragen. Laut Studie der Handelskammern gaben 77% der befragten Unternehmen an, dass der Brexit für sie relevant sei. Von diesen Unternehmen haben 88% bereits Maßnahmen auch eingeleitet und Vorbereitungen getroffen. Für Firmen, die noch nichts im Hinblick auf den Brexit unternommen haben, gibt es aber ein umfangreiches Beratungsangebot, das auch auf einen harten Brexit ohne Austrittsabkommen vorbereitet. Gespannt bin ich darauf, wenn die Industrie- und Handelskammer Nordrhein-Westfalen und das Wirtschaftsministerium in 2 Tagen in Birmingham ein NRW British Economic Meeting durchführt. Neben britischen Unternehmen werden auch Hochschulen und Wirtschaftseinrichtungen erwartet und es haben sich viele angemeldet. Neben dem Fokus auf wirtschaftliche Aspekte soll sich nun auch noch verstärkt auf die übrigen Bereiche, auch für Vereine, die in dieser Frage natürlich auch vor Problemen stehen, sich dem gewidmet werden und das Informationsangebot wird kontinuierlich ausgeweitet. Antizyklisch optimistisch formuliert bietet die Europawahl, die vor uns steht im Mai 2019, eine Chance. Meine Hoffnung ist, dass Europa gerade vielleicht durch diesen Gegenwind etwas gewinnt. Meine Hoffnung ist, dass gerade in unserem Land, ja, man kann es sogar schon ein bisschen als Trend feststellen, nicht mehr um ein Für oder Gegen Europa gerungen wird, sondern um die längst fällige Frage, welche Weichen wollen wir stellen und welche Richtung wollen wir gehen. Der Gegenwind hat dazu geführt, und das sage ich jetzt auch ein bisschen mit Stolz als medienpolitischer Sprecher hier im Landtag, dass 11 Tageszeitungsredaktionen in Nordrhein-Westfalen im Vorfeld der Europawahl im Mai eine sogenannte crossmediale Serie starten wollen. Sie wollen Aufmerksamkeit schaffen und Europa als Kontinent der Vielfalt und der Chancen darstellen. Zusammengefunden haben sich die Aachener Nachrichten, die Aachener Zeitung, der Generalanzeiger Bonn, der Hellweger Anzeiger, die Kölnische Rundschau, die Rheinische Post, die Ruhrnachrichten und die 4 Funke-Titel WAZ, NRZ, WP und WR. Das sei mir als Werbeblock vielleicht erlaubt zu sagen. Über lokale und regionale Bezüge wollen sie Europa lebhaft darstellen und ihren Beitrag für ein friedliches Europa leisten. Und das ist, glaube ich, das zentrale Stichwort. Die EU ist höchstwahrscheinlich das größte Friedensprojekt, das es je gegeben hat. Und deswegen hat Nordrhein-Westfalen den Schwerpunkt der Vorsitzperiode im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit eben auf die Vorbereitung der Europawahl gelegt, um Werte und die Errungenschaften besser zu vermitteln, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Ja, es ist notwendig zu argumentieren, auch wenn es in manchen Diskussionen wehtut. Vor allem, wenn immer nur auf die Kosten der Europäischen Union verwiesen wird, besser wäre zu fragen, wie teuer würde es uns zu stehen kommen, wenn keine EU da wäre. Klar ist, die EU ist kein kritikfreier Raum. Ich bin optimistisch für Europa. Das heißt aber auch, dass wir die Probleme nicht verheimlichen, sondern die lösen und die Probleme offen benennen, um sie optimistisch zu lösen. Wir können auf eine erfolgreiche, aktive Zusammenarbeit mit den Benelux-Ländern blicken. Hier gab es auch einige Jubiläen zu feiern. Und man sieht uns nicht selten als einen vierten Partner irgendwie der Benelux-Staaten. Das Modell Benelux ist ein einmaliges Erfolgsprojekt, das seit 60 Jahren. Und die 10-jährige Kooperation von Nordrhein-Westfalen mit den Benelux-Staaten ist ein Erfolgsmodell. Selbst überzeugte und eingefleischte Bundesrepublikaner in unserem Bundesland ertappen sich manchmal beim Träumen dabei, wie gut doch zu den beiden Königreichen und dem Großherzogtum NRW, sagen wir mal als Herzensherzogtum, zu den Benelux-Staaten passen würde. Aber das ist gar nicht mal nötig, denn die Zusammenarbeit ist heute enger als je zuvor. Und für uns
ist das aber kein Grund, sich auf dem Erreichten auszuruhen. Im Austausch mit unseren Nachbarn kümmern wir uns um Schwerpunkte im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Arbeitsmarkt, Verkehr, Sicherheit, Gesundheit und auch Umwelt. Und gerade die Menschen auf beiden Seiten leben Europa. Und deswegen geht es auch darum, im Detail ihnen das Leben noch weiter zu erleichtern. Und deswegen freue ich mich auch heute auf die beiden Diskussionen, in denen genau zwei wichtige Punkte aufgegriffen werden, in denen viel erreicht, aber manches noch zu tun ist. Zuvor freue ich mich aber ganz besonders auf die Worte des Botschafters des Königreichs der Niederlande in Deutschland, Wiebke Kingma. Exzellenz, ich weiche Ihnen freiwillig. Geht ihr wieder nach oben? Oder? Vorsprung durch Technik, ja. Das ist gut Deutsch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine Ehre und eine große Freude, heute hier in Ihrer Mitte in Düsseldorf zu sein. Am 19. November letztes Jahres war ich auch Anlass des Regierungsdialogs zwischen die Niederlande und Nordrhein-Westfalen noch in dieser Stadt und habe ich die Gastfreundlichkeit hier sehr genossen. Es freut mich sehr, heute hier an diesem wichtigen Tag des Aachener Vertrags mit Ihnen zu sprechen über europäische Themen. Meine Damen und Herren, die ersten Wochen des neuen Jahres liegen hinter uns. Und 2019 schickt sich an, ein aufregendes und spannendes Jahr zu werden. Für unsere beiden Länder und für Europa. Sowohl in Deutschland als und in den Niederlanden als auch in Europa stehen Wahlen ins Haus. In den Niederlanden im Frühjahr die Wahlen zu Provinzparlamenten. In Deutschland im Herbst die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Und dann habe ich Bremen im Mai noch nicht erwähnt. Und dazwischen im Mai wählt Europa ein neues Parlament. Anschließend wird eine neue Europäische Kommission gebildet. Außerdem, und die beiden Sprecher vor mir haben das schon erwähnt, findet in Europa in diesem Frühjahr wahrscheinlich ein weiteres wichtiges Ereignis statt. Erstmals verlässt ein Mitgliedstaat die Europäische Union. Das hoffen wir nicht, aber die Möglichkeit ist da. Der Brexit wird sowohl für Deutschland als auch für die Niederlande spürbare Folgen haben. Großbritannien war, gerade für die Niederlande, innerhalb der Europäischen Union ein wichtiger Partner mit ähnlichem Weltbild und ähnlichen inhaltlichen Positionen. Wenn Großbritannien fehlt, wird das die Dynamik in der EU verändern. Hoffen wir, dass ein harter Brexit, die anderen Sprecher haben das auch schon gesagt, hoffen wir, dass ein harter Brexit abgewendet werden kann und dass die schädlichen Folgen des Ausscheidens Großbritanniens aus der EU begrenzt bleiben. Anders ausgedrückt, es ist viel in Bewegung. Als ausländischer Beobachter bin ich natürlich sehr gespannt, was das Jahr politisch in Deutschland verlaufen, wie das Jahr politisch in Deutschland verlaufen wird. Als ich vor anderthalb Jahren von Brüssel nach Berlin wechselte, hatte ich ein bestimmtes Bild von der deutschen Innenpolitik. Stabile Koalitionen, berechenbar, schnelle Regierungsbildung. Ein bisschen langweilig. Ich habe seitdem viel hinzugelernt. Es liegt mir fern und es wäre auch nicht angebracht, darüber zu spekulieren, was 2019 in dieser Hinsicht bringen wird. Meine Damen und Herren, heute werden wir über Europa sprechen. Wenn ich recht informiert bin, kommen im Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen 98 Mal die Begriffe EU beziehungsweise Europa vor.
Zwei Seiten des Koalitionsvertrags sind sogar ausschließlich der Position Nordrhein-Westfalens in Europa und der Position Europas in Nordrhein-Westfalen gewidmet. Es ist also nicht übertrieben zu sagen, dass die Zukunft des europäischen Projekts die Gemüter in Nordrhein-Westfalen bewegt. Auch in den Niederlanden wurde vor mehr als einem Jahr ein neuer Koalitionsvertrag geschlossen, der ein dezidiertes und grundsätzlich positives Kapitel zur EU enthält. Entschuldigung. Denn wir sehen unsere Zukunft auf jeden Fall in der EU. Und das ist auch logisch, denn die Europäische Union sind wir zusammen mit unseren Nachbarn, die den Grundsätzen des freien Marktwirtschafts und der Demokratie genauso verhaftet sind wie wir. Das sollte uns aber nicht davon abhalten, einen genauen Blick auf die Entwicklungen zu werfen, die sich in den letzten Jahren in Europa vollzogen haben. Denn Europa hat in den Augen vieler in den vergangenen Jahren eine Krise nach der anderen erlebt. Die Finanz- und Schuldenkrise, Interventionen Russlands in der Ukraine, Terroranschläge, die Migrationskrise und wahrscheinlich der Brexit. Die EU ist auf eine harte Probe gestellt worden. Die Vielfalt in Europa, an der uns so sehr gelegen ist, kommt in höchst unterschiedlichen politischen Ansichten zum Ausdruck. Wenn es um die Themen geht, wie Solidarität bei der Aufnahme und der Verteilung von Flüchtlingen, Rechtsstaatlichkeit, Klimaziele und unser Favorit in den Niederlanden, Haushaltsdisziplin. Wir erleben zum Teil hitzige Diskussionen und es ist nicht immer leicht, voranzukommen. Aber gerade deswegen brauchen wir die EU. Als einer der Gründungsnationen der EU ist den Niederlanden der Wert dieses europäischen Projekts nur allzu bewusst. Ja, auch in unserem Land gehen die Meinungen darüber auseinander, wie die EU funktionieren sollte. Aber für die Mitgliedschaft gibt es breiten Rückhalt. Die Sicherheit und der Wohlstand unseres Landes sind untrennbar verbunden mit der Stabilität und mit all dem Guten, was uns die EU gebracht hat. Die Niederlande sind eine innovative, offene Volkswirtschaft und viele Arbeitsplätze und Unternehmen haben einen direkten Bezug zum Handel in Europa und von Europa aus mit der ganzen Welt. Gleichzeitig wünschen sich die Niederländer eine besser funktionierende EU. Umfragen in den Niederlanden haben ganz klar ergeben, dass die EU sich nach Ansicht der Bürger auf die großen, grenzüberschreitenden Themen konzentrieren sollte. Zum Beispiel auf irreguläre Migration, Klimawandel, internationale Kriminalität, Wirtschaft oder die Sicherung von Arbeitsplätzen und Einkommen. Die Bürger erwarten von der EU Gerechtigkeit, zum Beispiel eine gerechte Verteilung von Asylbewerbern oder der Kosten für Maßnahmen gegen den Klimawandel. Sie erwarten Stabilität und Sicherheit, etwa durch Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Und sie erwarten, dass die europäischen Werte geschützt werden. Meine Damen und Herren, das Europawahljahr 2019 bietet uns Gelegenheit, unsere Prioritäten für die nächste Zeit noch einmal klar zu formulieren. Für Deutschland und die Niederlande sehe ich 5 Themen, die weit oben auf der europäischen Agenda stehen werden. Wenn wir auf diesen Feldern zusammenarbeiten,
können wir Eigenes erreichen. Und das ist eigentlich die Meinung meines Redes von heute Abend. Erstens, die niederländischen Bürger sehen in der Bekämpfung der irregulären Migration nach Europa eine der wichtigsten Prioritäten für die EU. Innerhalb der EU müssen wir dafür sorgen, dass Flüchtlinge mit Schutzstatus fair verteilt werden und dass schneller und effizienter festgestellt wird, wer ein Aufenthaltsrecht hat und wer nicht. Wo immer möglich, muss die EU einen Beitrag zur Ausräumung der Migrationsursachen in anderen Ländern leisten. Die Maßnahmen müssen effektiv sein und sie müssen vor allem auch menschenwürdig umgesetzt werden. Der Strom von Flüchtlingen und irregulären Migranten hat sich seit der Flüchtlingskrise 2015-2016 deutlich abgeschwächt. Aber der Migrationsdruck aus Ländern und über Ländern in unmittelbarer Nachbarschaft der EU wird wahrscheinlich hoch bleiben. Auch beobachten wir eine Zunahme der sogenannten sekundären Migration in unsere beiden Länder, also von Migration, bei der die betreffenden Personen bereits in einem anderen Mitgliedstaat Schutz erhalten haben oder hätten erhalten können. Nur wenn alle Aspekte, die zu einem irregulären Zustrom von Migranten und Flüchtlingen beitragen, in Angriff genommen werden, kann die EU das Migrationsproblem wirksam angehen. Dazu gehören unter anderem die Bekämpfung der Ursachen sowie auch des Menschenhandels und des Menschenschmuggels, die Aufnahme in der Region, die Stärkung der Grenze und die Verbesserung der Rückkehrkooperation zwischen europäischen und afrikanischen Ländern. Flüchtlinge sollten vorzugsweise in der Region betreut und geschützt werden, wo sie bessere Unterstützung und mehr Rechte genießen können. Die Verbesserung des Schutzes und der Aufnahme in der Region wird die Notwendigkeit einer Migration nach Europa verringern. Es ist daher von großer Bedeutung, die Perspektiven in der Region für Migranten, Binnenvertriebene und Flüchtlinge zu untersuchen. Zum Beispiel werden bestimmte Länder in der Region dazu angeregt, mehr für den Schutz und den rechtlichen Status von Flüchtlingen zu tun. Gleichzeitig muss der illegale Aufenthalt durch eine wirksame Rückkehrpolitik nachdrücklicher angegangen werden. Deshalb ist Deutschland und den Niederlanden daran gelegen, auch in kommenden Jahren auf europäischer Ebene hierzu Vereinbarungen zu treffen und möglichst noch vor den Europawahlen deutliche Fortschritte zu erzielen. Bedauerlicherweise sieht sich Europa schon seit Jahren terroristischer Bedrohung ausgesetzt. Eine weitere wichtige Entwicklung im Bereich Sicherheit ist die zunehmende Digitalisierung. Das Internet und die neuen Technologien haben zwar klare Vorteile zu bieten, gehen aber auch mit Risiken einher. Wer kriminelle Absichten verfolgt, dem wird es heute viel leichter gemacht, grenzüberschreitend zu agieren. Nicht zuletzt angesichts dieser Entwicklungen ist die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der inneren Sicherheit in den vergangenen Jahren auf europäischer Ebene immer wichtiger geworden. Bei offenen Grenzen und einem grenzenlosen Cyberraum kann Bedrohungen nur durch grenzüberschreitende Kooperation wirksam begegnet werden. Auch andere Formen grenzüberschreitender Kriminalität, mit denen sich unsere Länder konfrontiert sehen, zum Beispiel Menschenhandel, Kindesmissbrauch und illegaler Waffen- und Drogenhandel, lassen sich am besten im EU-Rahmen bekämpfen.
In Anbetracht dieser Entwicklungen ist und bleibt die Bedeutung der Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres für die Niederlande klar. Grenzüberschreitende Sicherheitsprobleme erfordern ein gemeinsames Vorgehen innerhalb der EU. In diesem Zusammenhang ist es besorgniserregend, dass das gegenseitige Vertrauen, auf das sich die EU-Zusammenarbeit weitgehend stützt, unter Druck steht. Darüber hinaus ist das Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Grundfreiheiten, insbesondere im Bereich des Datenschutzes, ein wichtiger Gegenstand der europäischen Diskussionen. Gleichzeitig bietet die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres innerhalb der EU auch Möglichkeiten für Bürger und Unternehmen, die maßgeblich die zur Weiterentwicklung des freien Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs beitragen können. 2015 ist in Paris vereinbart worden, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Als Küstenstaat mit einer Fläche, die zum großen Teil, und Sie wissen das allen, denke ich, unter dem Meeresspiegel liegt, nehmen wir diese Ziele sehr ernst. Schließlich hängt nichts Geringeres als unsere Existenz davon ab. Vor diesem Hintergrund haben in den Niederlanden Regierung, Unternehmen und Verbände letztes Jahr ein Klimapakt beschlossen. Er enthält konkrete Vereinbarungen zur Umsetzung des im Koalitionsvertrag vorgeschriebenen Ziels, die Treibhausgase um 49% zu verringern und die Kohleverstromung zu beenden. Auch Deutschland setzt sich aktiv für eine Begrenzung der Erderwärmung ein und hat schon vor Jahren mit Investitionen in die Offshore-Windenergie einen wichtigen Schritt hin zur Energiewende gemacht. Die Herausforderungen des Klimawandels müssen global angegangen werden. Über die EU können Deutschland und die Niederlande ihren Einfluss auf der Weltbühne anwenden, um zu gelingen, des Pariser Klimaabkommens beizutragen. Die klimarelevante EU-Politik sollte die Verringerung der Treibhausgasemissionen so weit wie möglich unterstützen. Erstens sollte die Umsetzung der Energieunion zu einem gut funktionierenden Energiebinnenmarkt und zur Erreichung der Ziele für erneuerbare Energien und Energieeffizienz führen, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Die Niederlande setzen sich weiterhin für die Einführung eines europäischen CO2-Mindestpreises für die Stromerzeugung ein und erwarten, dass die neue Kommission diese und andere Formen der CO2-Preisgestaltung prüft, damit die Verursacher der Verschmutzung in allen Sektoren einen immer stärkeren Preisanreiz erhalten, um ihre Emissionen zu reduzieren. Zweitens ist die Kreislaufwirtschaft für die Verwirklichung der Klimaziele unerlässlich. Eine bessere Nutzung und Wiederverwendung von bereits im Umlauf befindlichen Rohstoffen reduziert den Verbrauch fossiler Rohstoffe und damit die Emissionen. Jüngsten Untersuchungen zufolge können die Emissionen der europäischen Schwerindustrie bis 2050 halbiert werden. Die Kreislaufwirtschaft ergänzt die Nachhaltigkeit der Energieversorgung und schafft neue Wertschöpfungsmöglichkeiten für die europäische Wirtschaft. In Sachen Klima hoffen wir, auch in Zukunft auf Deutschland zählen zu können.
Sowohl aus deutscher wie aus niederländischer Sicht spielt die EU eine wichtige Rolle bei der Schaffung von Wohlstand, Arbeitsplätzen und eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums. In den vergangenen Jahrzehnten hat uns die EU viel Wohlstand gebracht, aber es ist keineswegs ausgemacht, dass diese Aufwärtsentwicklung unverändert anhält. Die Unternehmen in unseren Ländern werden mehr denn je mit Wettbewerbern aus anderen Wirtschaftsmächten und mit tiefgreifenden technischen und digitalen Umwälzungen konfrontiert. Außerdem befinden wir uns mitten im Umbruch hin zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Wirtschaft. Diese Entwicklungen vollziehen sich über Grenzen und erfordern ein europäisches Antwort. Die EU hat im Bereich des Binnenmarkts für Waren und Dienstleistungen bereits viel erreicht. Dank der europäischen Gesetzgebung wie der Dienstleistungsrichtlinie ist der freie Verkehr von Waren und Dienstleistungen gewährleistet. Und viele Hindernisse für Bürger und Unternehmen wurden beseitigt. Davon profitieren auch die Niederlande und Nordrhein-Westfalen. Einige Hindernisse für Unternehmen bleiben jedoch bestehen. Diese Hindernisse sind oft spezifisch für Sektoren und Regionen, insbesondere auf dem Dienstleistungsmarkt. Ein Architekt hat andere Probleme als ein Transportunternehmen. Ein optimal funktionierender Binnenmarkt erfordert daher einen regionalen und branchenspezifischen Ansatz und nicht nur eine europäische horizontale Gesetzgebung. Die Niederlande setzen sich dafür ein, dass die Europäische Kommission regionale und sektorale Lösungen erleichtert und die Information der Unternehmen über Rechtsvorschriften und Verfahren verbessert wird. Der bereits erwähnte Übergang zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Wirtschaft bietet Chancen für die europäische Industrie und damit für neue Arbeitsplätze. Die Niederlande erwarten von der nächsten Europäischen Kommission deutliche Anstrengungen zum Aufbau einer Kreislaufwirtschaft und zur nachhaltigen Gestaltung der Produktionsketten. Die Anpassung europäischer und nationaler Rechtsvorschriften ist notwendig, um die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle anzuregen. Ein gut funktionierender Binnenmarkt für Waren und Dienstleistungen ist aus unserer Sicht das wichtigste Instrument der Europäischen Union zur Schaffung von Wohlstand und Beschäftigung. Dabei geht es nicht nur um Chancen für Unternehmer und Verbraucher, sondern auch um Wettbewerbsfähigkeit unserer Länder gegenüber anderen Regionen der Welt. Deutschland und die Niederlande setzen dabei vor allem auch auf das Thema Innovation und bündeln ihre Kräfte. So wollen wir zum Beispiel in den Bereichen Batterie- und Wasserstofftechnologie zusammenarbeiten. Zwei entscheidende Technologien beim Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Auch wenn es um die Digitalisierung der Industrie geht, ziehen unsere beiden Länder an einem Strang. So sollen etwa gemeinsame Standards entwickelt werden, damit die digitale Kommunikation zwischen Zulieferern auf beide Seiten der Grenze effizienter wird. In der Außenpolitik kommt es entscheidend darauf an, dass die EU geschlossen auftritt. Immer häufiger bestimmen große geopolitische Akteure wie die Vereinigten Staaten, China und Russland den Kurs. Und das ist wahrlich nicht immer ein Kurs, der unseren Interessen dient. Die diesjährigen Wahlen zum Europäischen Parlament sind eine gute Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob wir in allen Fragen der Außenpolitik am Prinzip der Einstimmigkeit unter den Mitgliedstaaten festhalten wollen. Fest steht auch, dass sich die europäischen Interessen nicht ausschließlich
mit aktiver Diplomatie oder über unsere wirtschaftlichen Softpower durchsetzen lassen. Wir werden auch mehr in unsere Verteidigungsfähigkeit investieren müssen. Im Rahmen der sogenannten ständigen strukturierten Zusammenarbeit, auch PESCO genannt, wurden in vergangenen Jahren bereits verschiedene Projekte aufgelegt. Fortschritte im Bereich der Verteidigungszusammenarbeit sind deshalb wichtig, weil Europa damit zeigen kann, dass es zunehmend in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen und Sicherheitsprobleme an seinen Grenzen selbst zu lösen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Was meine Nationalität und meine Berufswahl angeht, habe ich Nordrhein-Westfalen viel zu verdanken. Schließlich gilt der Westfälische Friede von 1648 als der Geburtsstunde der Niederlande. Namhafte Historiker sehen in ihm auch den Beginn der modernen Diplomatie. Damals wurde auch neu definiert, was einen souveränen Staat ausmacht. Seither haben die internationalen Beziehungen in Europa eine große Entwicklung durchlaufen. Der Weg war lang und führte durch manches tiefe Tal, doch ist daraus jenes Europa entstanden, für das wir Deutsche und Niederländer heute Mitverantwortung tragen. Meine Damen und Herren, ich habe hier einige Themen angesprochen, bei denen wir Niederlande in eben diesem Europa gern mit Deutschland weiter zusammenarbeiten wollen. Migration, Sicherheit, Klima, eine starke Wirtschaft und ein handlungsfähiges Europa auf den globalen Bühnen. Allesamt Themen, die die Bürger auch in NRW ganz direkt betreffen. Weil sich dahinter meist komplexe Probleme verbergen, gibt es oft keine einfachen Lösungen. Dadurch kann es zu Spannungen kommen. Aber wenn Deutschland und die Niederlande in der EU weiterhin als verlässliche Partner agieren, dann können wir, und davon bin ich überzeugt, in den kommenden Jahren viel erreichen. Auf dem Weg zu einem Europa, das für die Bürger da ist. Und wie mein Ministerpräsident Mark Rutte immer gerne sagt, mit einem Wort ein Europa, das liefert. Ich danke Ihnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Exzellenz, vielen Dank für den Vortrag und die Einblicke in die niederländische Ansicht, was die Zusammenarbeit von Deutschland und den Niederlanden in der Zukunft machen wird und wie wir in Europa besser zusammenarbeiten können, auch grenzüberschreitend zusammenarbeiten können. Sie haben fünf Punkte genannt: illegale Migration, Klimawandel, Kriminalitätsbekämpfung, Wirtschaft und handlungsfähige EU. Und wir wollen uns jetzt in der ersten Runde mit meinen drei Gesprächspartnern um das Thema Forschung und Lehre bemühen. Nämlich zum einen darf ich begrüßen Herrn Professor Hans-Henning von Grünberg, Präsident der Hochschule Niederrhein, dann Raphael Jonas, Abteilungsleiter für Innovation, Umwelt, Industrie bei der IHK Aachen und Moritz Körner, mein Kollege. Ich darf alle drei jetzt zu mir nach vorne bitten. Mikros liegen hier. Ein Mikro hier. Mein Name ist Werner Feil, Kollege von Moritz und ich leite die Moderation heute. Thema Hochschule. Und wir haben heute einen aufregenden Tag gehabt in Aachen. Der Aachener Vertrag wurde unterzeichnet als Nachfolge des Élysée-Vertrages. Die fünf Problempunkte haben wir eben aus den Niederlanden gehört, die man gemeinsam besser schaffen kann. Exit, Brexit, alles kommt zusammen in diesen Tagen und die Europawahl. Und da stellt sich die Frage: Bildung, ist das ein Thema, mit dem wir vielleicht in Europa besser fahren
um bestimmte Probleme zu lösen. Und es wurde eben vom Botschafter der Niederlande auch genannt. Es gibt bisher 4 Grundfreiheiten. Freier Waren-, Personen-, Dienstleistungs-, Kapitalverkehr ist die Grundlage der EWG, Weiterentwicklung zur EU. Brauchen wir eine weitere Grundfreiheit? Stelle ich einfach mal in den Raum und fange bei Moritz Körner an. Ja, lieber Werner, vielen Dank. Erstmal herzlich willkommen, dass Sie heute Abend da sind und mit uns darüber diskutieren. Ja, ich glaube, wir brauchen eine neue Grundfreiheit, nämlich die Bildungsfreizügigkeit, weil Europa, glaube ich, jetzt neue Projekte auch für die Zukunft entwickeln muss. Und wenn wir an europäische Universitäten denken, an Erasmus, dann ist das eine Erfolgsgeschichte. Es gibt mittlerweile über 1 Million Erasmus-Babys, also Kinder, die aus Beziehungen hervorgegangen sind, die in einem Erasmus-Semester in einem Auslandsaufenthalt gekommen sind. Das ist das Positive, dass dort junge Menschen nicht nur Bildungschancen bekommen, dass sie überall in Europa studieren können, dass sie zusätzliche Sprachkenntnisse erwerben, aber dass sie einfach auch eben Europa leben, gemeinsam leben. Und deswegen will ich, dass wir uns auch in diesem Jahr bei Europa dafür einsetzen, zu sagen, wir wollen weiter, dass Europa Erasmus-Babys vorbringt und keine Nationalisten. Lieber Moritz, vielen Dank. Bevor ich jetzt weitergebe an Herrn Jonas, 2 Sätze dazu. 1987 ist das Pilotprojekt Erasmus gestartet mit 3.200 Teilnehmern. Und dieses Jahr oder jährlich nehmen derzeit 300.000 Hochschulstudierende Erasmus in Anspruch. Und dann erkennt man, welche Bedeutung Erasmus hat. Herr Jonas, Erasmus hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt, nicht nur zu den Studierenden, sondern auch im Ausbildungsberuf kann man ja auch darüber ins Ausland gehen, Praktika machen. Was ich eine ganz spannende Sache finde. Ich will nur noch gerade einen Satz sagen, weil ich eben auch aus Aachen komme und den Tag heute da auch sehr bewusst und sehr spannend erlebt habe. Verkehrschaos kann also nicht nur durch Schnee entstehen, sondern auch durch entsprechende Sicherheitsbeamte. Ich würde mich aber freuen, Herr Kingmar, wenn wir einen solchen Vertrag möglicherweise auch zwischen Niederlande und Deutschland abschließen können und natürlich auch mit Ostbelgien und Deutschland oder Nordrhein-Westfalen, natürlich auch mit ganz Belgien. Also das fände ich ein gutes Zeichen, weil ich glaube, wir heute schon gesehen haben, dass damit sehr viel Emotionen verbunden ist und das Zusammenwachsen von Frankreich und Deutschland nach den Dingen, die die Deutschen den Franzosen angetan haben im Rahmen des Zweiten Weltkrieges, das ist schon ein sehr, sehr gutes Zeichen, ein sehr offenes Zeichen, dass die Franzosen auf uns zugekommen sind und uns wieder die Hand reichen. Und ich glaube, da haben wir einiges insgesamt gut zu machen. Das haben wir ja auch getan und Europa und das, wie wir Europa gelebt haben in den vergangenen Jahren, ist ja auch ein gutes Zeichen dafür. Auf der anderen Seite, ich bin noch nicht so lange in Aachen, muss ich dazu sagen. Ich bin als 1 Jahr dort. Vorher war ich im Ruhrgebiet viele Jahre. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Zusammenarbeit zwischen Niederlanden, Belgien und Deutschland wieder intensiviert werden könnte. Ich weiß nicht, ob Sie auch den Eindruck haben, aber ich glaube, das könnte grenzüberschreitend noch intensiver werden. Erasmus ist ein tolles Programm, hat wunderbar funktioniert und wir müssen das auch für die duale Berufsausbildung ermöglichen, weil sobald die Menschen zurückgekommen sind aus den Ländern, ist die Sicht auf unsere Nachbarstaaten eine komplett andere geworden. Und ich glaube, das müssen wir ganz intensiv fördern. Wunderbar. Herr Jonas, dann dieselbe Frage an Herrn Grünberg. Sie sind Rektor der Hochschule in Venlo. In Venlo? Am Niederrhein? Ja, genau. Genau. Wie sehen Sie das Thema Bildung, Hochschule, grenzüberschreitende Zusammenarbeit in dem Bereich? Also ich habe das sehr gut verstanden, was der Macron da gewollt hat. Die Europäische Union hat also jetzt die letzten Jahre doch mit dem Rücken an der Wand gestanden. Und da sucht man einfach nach Feldern, wo man wirklich auch mal wirklich eine neue Idee, eine ganz neue Initiative macht, die die Menschen zusammenbringt. Und nichts bringt die Menschen so sehr zusammen, als sich gemeinsam über die Bücher zu beugen, gemeinsam Bildung zu machen und gemeinsam Forschung zu machen. Also die große Idee, Wissenschaft zu nutzen, um Menschen auszubilden und für ein Leben fit zu machen, die ist wirklich länderübergreifend und eine internationale Idee. Wie kann man Europa besser voranbringen, als Menschen sozusagen im europäischen Geiste zu erziehen? Das fängt bei den Schulen an, aber es hört eben nicht bei den Hochschulen auf, sondern da muss es intensiviert werden. Erasmus ist eine ganz große Erfolgsgeschichte, aber es kommt eben der nächste logische Schritt. Ich finde an dieser Macron-Initiative, der ja vorgeschlagen hat, dass man also europäische Universitäten gründen sollte, eben konsequent und richtig, dass man sagt, diese europäischen Universitäten sollen eigene Degrees rausgeben, eigene Diplome, Europadiplome. Sie sollen in mehreren Sprachen erziehen. Sie sollen sozusagen mehrere Themen zusammenführen. Sie sollen etwas anders sein,
sein als die nationalen Universitäten. Und sie sollen vor allem den europäischen Geist führen. Und das wird funktionieren, da bin ich mir ganz sicher. Ich habe gerade gelesen, dass Sie in dem nächsten Erasmus-Programm, der, glaube ich, jetzt nächstes oder übernächstes Jahr ausgehandelt wird, alleine für diese europäische Universitätsidee 1,3 Milliarden zurückgestellt haben. Wir wissen von dieser Pilotausschreibung jetzt von Erasmus Plus, das sind ja nur 30 Millionen im Korb, das ist immer wieder kritisiert worden, dass das zu wenig ist. Es ist ja im Grunde nur zur Konzeptfindung gedacht. Aber 1,3 Milliarden im Erasmus für die Idee, europäische Universitäten zu machen, zeigt ja ganz eindeutig, dass diese Erasmus-Geschichte wirklich jetzt fortgesetzt wird und eine ganz neue Phase erreicht aus dem Idee, wir tauschen unsere Studenten aus, wir bilden sie auf, wir lassen sie sozusagen im Geiste der anderen Nation groß werden, das ist so eine bilaterale, tauscht sie aus, hin zu Orten, wo wirklich Europa zu Hause ist. In den Universitäten muss eine europäische Universität sein. Und deswegen bin ich ein ganz, ganz großer Fan von Macron sowieso, aber von dieser Initiative erst recht, sie kam zum richtigen Zeitpunkt. Sie hat uns ja wirklich elektrisiert, nur ein Jahr später versammeln wir uns alle da in Bonn bei der großen Sitzung und dann wird da über die Details gesprochen. Die Europäische Kommission hat ganz schnell reagiert. Also, dass das so schnell gehen kann, hat mich wirklich begeistert. Wobei ich da auch durchaus kritische Anmerkungen zu machen habe, was dieses Programm nun spezifisch anbetrifft. Aber die Initiative selbst ist großartig. Wunderbar. Das Beispiel, Sie können gerne klatschen. Das Beispiel Europäische Hochschule ist nicht neu. Es gab für diejenigen, die es wissen, in den 50er Jahren schon mal die Idee, eine europäische Hochschule zu gründen. Damals scheiterte das am Willen der Franzosen, die damals eine engere Zusammenarbeit der damals nur 6 Gründungsstaaten im Hochschulbereich nicht wollten. Hatte unterschiedliche Gründe. Dann gab es lange Zeit nichts, dann gab es das Erasmus-Programm, jetzt die Initiative von Macron. Wir haben in Deutschland zum Beispiel die Viadrina an der Grenze zu Polen. Da ist ja auch eine Hochschule, die ein europarechtliche Ausrichtung hat. Wir haben Ähnliches in Flensburg und wir haben in Baden-Württemberg EUCOR. Seit den 80er Jahren gibt es EUCOR, das ist der Zusammenschluss der Hochschulen in Baden-Württemberg mit Frankreich und der Schweiz. Und jetzt stelle ich mir die Frage, warum haben wir in Nordrhein-Westfalen sowas noch nicht? Und was wollen wir denn in Nordrhein-Westfalen? Welche Ideen gibt es denn da? In Nordrhein-Westfalen sind die Niederlande natürlich für uns die allerersten. Die Hochschule Niederrhein liegt also 20, 25 Kilometer von Venlo entfernt. Und natürlich haben wir immer schon Kontakte zu Venlo gehabt und insbesondere zur Provinz Limburg. Das liegt auch sehr nahe, das weiterzumachen. Das geht meistens sozusagen auf der Ebene der Fachbereiche, die miteinander wechselwirken, die wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereiche. Und wir haben uns im Grunde schon vor der Macron-Idee mit Venlo zusammengesetzt, weil Venlo ja ein wirklich begeistert in Sachen Nachhaltigkeit. Also jedem sei es empfohlen, mal diese Stadt zu besuchen und das Rathaus dort zu besuchen, wo man sehen kann, wie eine Stadt sich mit einer Idee wirklich auf den Weg macht. Und die Idee geht hinein in die Politik, geht hinein in die Verwaltung und wird dort gelebt. Der Kämmerer der Stadt Venlo, der zweite Mann, ist gleichzeitig derjenige, der für die Nachhaltigkeit verantwortlich ist. Und der sorgt dafür, dass das Thema überall platziert wird. Es ist nämlich eines der großen Querschnittsthemen Nachhaltigkeit. Und da war natürlich die Frage, wie geht das da eigentlich weiter? Kann es eine Universität für Nachhaltigkeit geben in Venlo? Venlo als Balkon Europas mit dieser großen Idee Nachhaltigkeit dort gelebt. Kann man das eigentlich weiter stricken, auch in den europäischen Bereich rein? Und ich würde sagen, ja, man kann eine europäische Universität in Venlo denken zum Thema Nachhaltigkeit. Da hast du alles. Du hast Europa, du hast ein Thema, was ja den Idealismus der jungen Menschen weckt. Das finde ich so toll. Ich habe neulich eine Studentin gesehen, die hat gesagt, ich möchte einmal mit gutem Gewissens was machen können. Und ich möchte deswegen mich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, weil es sozusagen eine Welt verbessert. Und diese Idealisten, die könnte man in Venlo um so ein großartiges Thema wie Nachhaltigkeit scharren und dann das verknüpfen mit der europäischen Idee. Und das Dritte, was mir ganz, ganz wichtig ist bei dieser Venlo-Idee, man muss diesen großen Gedanken Europa, der ja ein bisschen zerfleddert worden ist, weil immer so getan wird, es hätte was mit dem Krümmungsradius von Bananen zu tun und Handelsgesetze und es hätte etwas zu tun mit den ganz großen Sachen und Brexit. Nein, Europa muss sozusagen im Kleinen erfahrbar sein. Europa muss auch in der Region erfahrbar sein. Ich glaube, dass eine Universität einen Dienst an der Region hat und eine europäische Universität hat erst recht einen Dienst an der Region zu verrichten. Das heißt, dieses Venlo-Projekt muss Venlo, der Region Limburg, aber auch der Region Niederrhein nützen. Es muss der Nachhaltigkeit-Idee nützen und es muss der europäischen Idee nützen. Und dann hast du eine ganz originelle Universität da.
Jetzt haben wir neben dem Projekt Venlo, was ja auch von der Politik mitgetragen wird, Aachen zum Beispiel als Grenzregion, wir haben die IHK ja auch hier vertreten, der Region Aachen, und da gibt es ja auch Interesse und es gibt ja schon Zusammenarbeit mit Maastricht, mit Lüttich, Studenten befürworten das da auch. Ich gebe zuerst mal an Moritz. Wie siehst du die Projekte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aus Sicht, vielleicht von jemandem, der kurz nach dem Studium hier ins Abgeordnetenhaus kam? Ja, also ich finde die Idee von Venlo ganz großartig. Ich glaube, wir müssen an diesen grenzüberschreitenden Dingen arbeiten. Wir brauchen diese Hochschulnetzwerke. Das ist nur ein erster Schritt mit dem Erasmus-Programm. Da wird in den nächsten Jahren in der mittelfristigen Finanzplanung ist da sehr, sehr viel mehr Geld für Bildung vorgesehen, was wir, glaube ich, auch als Freie Demokraten genau richtig finden. Aber ich würde noch ein Stück weiter gehen. Ich würde tatsächlich sagen, lasst uns neue europäische Universitäten gründen. Nicht nur Netzwerke, sondern komplette neue europäische Universitäten. Und das direkt verbinden mit der zentralen Herausforderung, die wir haben, nämlich Digitalisierung. Also warum schaffen wir nicht eine europäische digitale Universität, sowas wie die Fernuni in Digital, für ganz Europa, wo man auf allen europäischen Sprachen in den entsprechenden Studiengängen studieren kann. Das wäre, glaube ich, eine Vision, die Chancen für Europa entwickelt. Und so, mit sowas, glaube ich, begeistert man die Leute auch wieder für dieses Projekt. Moritz, vielen Dank. Herr Jonas, das Thema grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Hochschulen für Ihren Kammerbezirk. Ich bin noch nicht mal sicher, ob ich jetzt klatschen würde, was Sie gerade gesagt haben, weil neue Universitäten zu gründen, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber da halte ich mich besser jetzt zurück, weil ich da noch nicht alle Meinungen zusammengetragen habe. Ich glaube, wir haben sehr gute Universitäten, aber Europa ist insgesamt, glaube ich, auf der Welt jetzt nicht sozusagen Weltmarktführer für die Wissensproduktion. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht bestätigen oder anders sehen. Da schaut man doch immer gerne auch in die USA. Da haben wir natürlich auch Universitäten, die eine ganz andere Wettbewerbssituation haben. Die zahlen ganz andere Gehälter für die Lehrenden. Und das sind vielleicht Rahmenbedingungen, die man sich zum Teil hier auch wünschen würde. Vielleicht wäre das ein gewisses Experimentierfeld. Und dann kann man natürlich auch nach Großbritannien schauen, was Universitäten angeht. Leider können wir das nicht mehr lange, aber es ist natürlich ein Wahnsinn, dass man sich genau in diesem Moment dann separiert, wo eigentlich im Wissenschaftsbereich die Zusammenarbeit in Europa wachsen müsste, um sich wettbewerbsfähig aufzustellen. Denn wenn man sich im Bereich künstliche Intelligenz und ähnliche Dinge anschaut, da kommt es eben gerade zustande, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Herkünften, wie das an Ost- und Westküste in den USA passiert, zusammenarbeiten, wie das in Israel passiert, die sehr international aufgestellt sind. Auch China lernt ja sehr, sehr viel von der Welt. Und ich glaube, das muss ein Weg sein, dass wir uns spezifische Themenfelder heraussuchen und da genau die Universitäten suchen in Europa, die stark sind, da die Zusammenarbeit fördern, anstatt eine ganz neue aus dem Boden zu stampfen, wo soll die auch sein? Und das würde ja bedeuten, dass die anderen Universitäten dann nicht digital arbeiten. Aber alle sind natürlich jetzt, stehen ja vor der Zeitenwende. Es wird komplett digitalisiert, ja nicht nur das Bildungswesen. Auch im Bereich der Wirtschaft kommt man ja an diesem Thema nicht mehr vorbei. Gesundheit, das wird alles hochgradig wissenschaftlich durchdrungen. Und deswegen glaube ich eher, dass man insgesamt schauen muss, viel Geld in dieses System hineinzugeben, damit an den Themen weitergearbeitet werden kann und jetzt nicht sozusagen, man bildet einen Topf und den separiert man dann für die europäische Universitäten und lässt die anderen dann möglicherweise ein bisschen hinten rüberfallen. Das kann eigentlich nicht der Weg sein, den wir bevorzugen. Genau. Werner, darf ich da noch einmal gerade rein? Gerne, weil wir jetzt noch schön. Ja, genau. Aber ich glaube, es ist gar kein Konsens. Unterschiedliche Meinungen. Erstens habe ich gesagt, wir können die Netzwerke weiter stärken. Aber warum will ich so eine neue Universität? Weil ich ehrlich gesagt jetzt mit den 40 Fachhochschulen, staatlichen Fachhochschulen, Universitäten zusammen in Nordrhein-Westfalen, wenn man sich das anguckt, wir sind da zu langsam. Wir sind da zu langsam, die bewegen sich nicht schnell genug. Und ich glaube, gerade bei dem Thema, und das ist übrigens nicht, dass wir einfach nur mehr Studierende brauchen, sondern gerade so eine digitale Universität könnte eben auch kleine Micro-Degrees und anderes anbieten. Weiterbildung, im Zeichen von Digitalisierung werden wir zwischendurch immer mal wieder einen Weiterbildungskurs brauchen. Genau das kriege ich dann über einen kleinen Kurs digital. Das wäre eine Chance. Aber das heißt nicht, dass wir nicht andere Sachen wie Forschungsnetzwerke, dass wir unsere Exzellenzunis und so weiter stärken müssen, um das zu machen. Aber ich glaube, da so einen Impuls zu setzen, das könnte Europa tun.
Das heißt, die Frage ist auf der einen Seite Schnelligkeit, Digitalisierung und Europa, das miteinander zu verbinden. Herr von Grünberg. Also ich halte mich an diese Macron-Initiative. Macron hatte gefordert, dass man eine Ort macht, eine europäische oder 20 europäische Universitäten tatsächlich, wo sozusagen der europäische Gedanke zu Hause ist. Die europäisch denken, die europäisch lehren, die europäisch forschen, die europäische Diploma ausgeben, die natürlich auch europäisches Geld ausgeben, das ist ja klar. Aber wo sich eben sozusagen eine Jugend im Geiste Europas findet. Und das ist ein ganz, ganz großartiger Gedanke. Und dann haben sie das hineingegeben in die Hochschulrektorenkonferenz und haben gesagt, ach Gott, nee, so ein Nachbar, den möchte ich nicht haben, noch einen Mitesser, das wollen wir lieber nicht. Und dann, passen Sie auf, dann machen wir Folgendes draus, wir machen daraus Netzwerke und dann kriegen wir auch ein bisschen was ab vom Käse. Jetzt sind die großen Netzwerke da. Diese Idee, die jetzt in der Ausschreibung ist, das ist eine kleingekochte Idee, wo man nämlich im Grunde anfängt zu sagen, es muss nach Europa klingen, aber das sind eigentlich Austauschnetzwerke. Glauben Sie denn, dass die 5 Rektoren, die da in diesen großen Netzwerken zusammensitzen, es zulassen werden, dass ein 6. Kind da entsteht als Konkurrent oder dass sie irgendeinen Topf kreieren, der mehr ist als das, woran sie sich bedienen können? Ich glaube an diese Idee überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich bin völlig bei Herrn Körner. Man muss wirklich Geld nehmen und den deutschen und niederländischen Universitäten Konkurrenz machen und tatsächlich eine europäische Universität mit europäischem Geld dahinsetzen und sie in den Wettbewerb schicken und dann ganz richtig auch neue Themen machen. Es müssen wirklich neue Themen sein, es muss auch eine neue Idee sein. Und welche Idee das ist, das würde ich einem Ideenwettbewerb überlassen und nicht die Politik entscheiden lassen. Der heutige Europakongress, der soll ja auch Ideen sammeln, dazu aufrufen, unterschiedliche Ideen vorzustellen. Die CDU-FDP-Koalition hat ja schon 3 Europa-Anträge in den Landtag eingebracht, die sind auch verabschiedet worden. Ein Antrag damit beschäftigt sich auch mit der europäischen Zusammenarbeit der Hochschulen, wo es relativ offen gelassen wurde, ob wir Netzwerke unterstützen. Wir wollen auf jeden Fall die Weiterentwicklung der Hochschulen. Ob es hingeht zu einer Europa-Universität, zu grenzüberschreitender Zusammenarbeit bestehender Universitäten. Das ist ja genau die spannende Frage, in der wir uns jetzt im Moment befinden. Welche Weichenstellungen werden gemacht? Frau Pfeiffer-Pönsken hat Gelder dafür ausgelobt jetzt, um da entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. Und Erasmus Plus ist das entsprechende Programm, mit dem dann für die nächsten Jahre dann erstmal Gelder gesichert sind, die aber dann weiter ausbaufähig sind. Und diese Ausbaufähigkeit hängt natürlich auch von der Leistungsfähigkeit der EU ab. Also wir haben viele Politikbereiche. Der Botschafter hat eben darauf hingewiesen, welche 5 weiteren Politikbereiche er als sehr wichtig ansieht. Dazu gehört eine starke Wirtschaft, dazu gehört die Sicherheit etc. Der Bildungsbereich. Ich komme nochmal auf die erste Frage. Dazu eine Schlussantwort von jedem von Ihnen. Der Bildungsbereich gibt er die Chance, um Europa in ein neues goldenes Zeitalter zu führen? Haben wir da die Chance? Herr Jonas. Wenn mir jetzt mal erlaubt ist, über das Thema duale Berufsausbildung zu sprechen und nicht über Forschung, dann würde ich sagen, ist das hochgradig notwendig. Und zwar erleben wir die normale Berufsausbildung in einem Unternehmen. Wir haben aber sehr, sehr viele Konzerne, große Unternehmen, die es den Auszubildenden auch ermöglichen könnte, an ausländischen Standorten für 2-3 Monate zu arbeiten. Und das würde ich als sehr, sehr sinnvoll erachten. Und das würde die Attraktivität dieser dualen Berufsausbildung, die ja nicht mehr bei allen Eltern so hoch im Kurs steht, wieder sehr viel attraktiver machen. Es würde Sprachkompetenz, es würde selbstverständlich auch kulturelle Kompetenz fördern. Und das ist der Bereich, wo wir uns, glaube ich, insgesamt im Augenblick noch am schwersten tun. Also wenn man über den Bildungsbereich spricht, dann sind die Hochschulen da sicherlich meilenweit diesem Ausbildungssystem voraus. Und da müssen wir auch noch mal investieren. Wie gesagt, Attraktivität würde gefördert, die interkulturelle Verständigung der Auszubildenden, die ja sonst auch möglicherweise aufgrund ihrer Schulausbildung noch nicht so viele Berührungspunkte hatten mit internationalen Partnern. Man könnte da einige Probleme lösen und viele Chancen auch eröffnen, aus meiner Sicht. Herr Jonas, vielen Dank. Moritz. Die Berufsausbildung ist ganz zentral. Ne? Wir denken auch zum Beispiel darüber nach, man müsste so eine Art europäische Agentur zum Beispiel für die Berufsausbildung schaffen, wo man dann auch das viel stärker noch auch angleicht und beziehungsweise nicht angleicht, aber die Anerkennung in anderen Ländern vereinfacht und genau da auch Erasmus weiter stärkt, auch für Auszubildende. Also ganz, ganz wichtiges Thema auch bei uns. Ich glaube, Bildung kann ein Schwerpunkt sein,
tatsächlich die EU zukunftsfit zu machen. Denn wir geben weiterhin in der EU 40% des gesamten Haushalts alles von ihrem Geld für Agrarsubventionen aus. Jetzt will ich das nicht ganz streichen, aber wenn wir von den 60 Milliarden Euro, die wir da jedes Jahr ausgeben, nur ein paar Milliarden in die Bildung, auch in die Berufsausbildung stecken würden, was würden wir wie diesen Kontinent nach vorne bringen? Ich glaube, das müssen wir nach vorne bringen. Vielen Dank. Herr Professor von Grünberg. Ich finde das eine sehr gute Idee mit der Berufsausbildung, dualen Berufsausbildung, weil wir eben da ein ganz großes Ass im Ärmel haben als Deutsche, weil wir den Mittelstand, die kleine und mittelständische Industrie mit einem Ausbildungssystem gekoppelt haben. Das ist wirklich eine großartige Idee. Mein Hochschultyp lebt ja genau von der gleichen Idee, wenn man ehrlich ist. Und das zu exportieren und gerade in der grenznahen Bereich zu exportieren, halte ich für eine ganz großartige Idee. Ich würde dann so ein bisschen Trittbrettfahrer sein wollen. Ich habe einfach festgestellt, die interessantesten Studenten auf unserer Seite sind immer die dualen Studenten, die das eben im Grunde eine Berufsausbildung mit einem Studium kombinieren. Da stellen wir fest, dass der Ausländeranteil null ist. Und zwar schlicht und einfach aus organisatorischen Gründen. Man muss einen Ausbildungsvertrag haben, um sich einschreiben zu können. Und das müsste man im Grunde im Ausland machen, während man dort seinen Abschluss macht. Das haben wir einfach gar nicht organisiert. Das wäre was für die ausländische Industrie- und Handelskammer, das mal zu organisieren. Wenn wir nämlich sozusagen Dualstudierende importieren würden, haben wir auch eine wahnsinnig intelligente Import in den Fachkräftemarkt, nicht? Denn die bleiben ja meistens bei den Unternehmen, wo sie ihre Ausbildung gemacht haben. Und darüber haben wir viel zu wenig nachgedacht. Keiner hat wirklich systematisch darüber nachgedacht, wenn man Dualstudierende im Ausland akquiriert und hierher bekommt. Und das Zweite, was ich sagen will, meine Tochter kam gerade von diesem Model European Parliament wieder und danach ist sie eine Europäerin gewesen, nicht? Das war eine dermaßen gute Idee. Ich weiß nicht, was es die Europäische Union kostet, so etwas zu machen, aber genau diese Initiativen, wo man dann die Heranwachsenden zwischen 15 und 18 in irgendeiner Weise zwingt, sich mal mit dem europäischen Gedanken über ein Wochenende zu beschäftigen. Das ist ja nur ein Wochenende und das Mädchen ist für den Rest ihres Lebens Europäerin. Nicht? Das kannst du als Vater gar nicht leisten. Und das muss man eben institutionalisieren. Und da sind Ideen gefragt. Wunderbar. Mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich bei meinen drei Gesprächspartnern. Jetzt zu dem Thema Hochschule. Eine leichte Überleitung zum gleich folgenden Thema Arbeitsmarkt ist schon vorbereitet worden. Bevor wir damit aber beginnen, darf ich den Präsidenten des Parlaments von Ostbelgien, der deutschsprachigen Gemeinschaft, direkt neben der alten Kaiserstadt Aachen bitten, Herrn Alexander Miesen. Vielen Dank für Ihr Zuhören und viel Spaß bei seinem Vortrag. Ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen aus dem Nordrhein-Westfälischen Landtag, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst möchte ich mich mal sehr aufrichtig für die Einladung bedanken, heute Abend hier in Ihr Hohes Haus. Das ist zwar nicht das erste Mal, dass ich Gast dieses Hauses sein darf. Mein Amtskollege, der normalerweise denn hier im Rücken sitzen würde, hat mir schon öfters die Ehre erwiesen, hier in diesem Haus Gast sein zu dürfen. Die FDP ist allerdings die erste Einrichtung dieses Hauses, die mich nicht nur einlädt, sondern mich auch mal hier reden lässt. Und insofern bin ich Ihnen sehr dankbar. Und das dann auch mal an einem so einem gedenkwürdigen Tag, wie es heute schon mehrfach erwähnt worden ist, dem großen Treffen zwischen Frankreich und Deutschland, dem Treffen zwischen Macron und Merkel in Aachen. Aachen, das ist für mich auch ein Stück Heimat, weil es ja sehr, sehr nah an Eupen liegt, nur 20 Autominuten entfernt. Und ich glaube, es ist auch wirklich ein sehr gutes Zeichen gewesen, dass die Bundesrepublik Macron heute empfängt, dass dieser Staatsakt, so möchte ich fast schon sagen, in Aachen heute stattgefunden hat und dass vor allen Dingen Angela Merkel auf das eingegangen ist, was Macron schon seit längerem vorgeschlagen hat. Das ist nicht nur im europäischen Interesse, ich bin feste davon überzeugt, dass das auch im ureigenen Interesse Deutschlands selbst ist. Denn wenn Macron in Frankreich scheitert, dann geht es wirklich ans Eingemachte in der Europäischen Union und das kann nicht im Interesse der Deutschen sein. Ja, Thema heute hier im Landtag ist denn die Europäische Union, ihre Probleme und ihre Krisen, ihre Handlungsspielräume, ihre Wahrnehmung, ihre Zukunftsaussichten und anderes mehr. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist die Europäische Union heute noch? Ist sie noch das, was sie zu Beginn einmal war? Ist sie noch ein Garant für Frieden, eine Verfechterin von Menschenrechten,
eine treibende Kraft für Freiheit und Fortschritt, ein Zuhause in Wohlstand und auch in Sicherheit. Ist die Europäische Union für unsere Zukunft überhaupt noch notwendig? Nun, ich gehöre bei aller Bescheidenheit nicht zu den Politikern, die sich profilieren, indem sie einfach alles und jeden zu jedem Zeitpunkt kaputtreden, das bei jeder sich bietenden Gelegenheit, etwa in den sozialen Netzwerken, in den Kneipen, an den Theken und Stammtischen oder etwa auf Veranstaltungen wie heute. Und daher ist meine Antwort auf diese Frage ja, ja, ja und nochmals ja. Ich halte es für brandgefährlich, sich bei der Debatte um die Europäische Union und ihre Zukunft lediglich immer nur auf die Krisen, Probleme und meinetwegen auch Skandale zu beschränken. Wenn wir uns dauernd darauf konzentrieren, was nicht erreicht wird, statt uns auch mal darüber zu freuen, was alles überhaupt in dieser Europäischen Union schon erreicht worden ist, wenn wir dauernd nur darauf hinweisen, was schief läuft, statt auch mal zu bemerken, was alles gut läuft, dann dürfen wir uns natürlich nicht wundern, wenn eine Stimmung von Verdrossenheit, von Wut, Vertrauensverlust und Gleichgültigkeit in der Europäischen Union aufkommt. Wir haben ein Interesse daran, dass dieser für unsere Gesellschaft und unsere Demokratie so gefährliche Mix nicht zustande kommt. Und deswegen, allen Unkenrufen zum Trotz, die Europäische Union ist und bleibt der beste Garant für Menschenrechte, für Wohlstand, für Freiheit und Sicherheit. Sie ist das erfolgreichste Friedensprojekt, welches die Geschichte der Menschheit auf diesem Kontinent jemals erlebt hat. Und ich möchte keine andere kennen. Und darüber hinaus ist die Europäische Union auch ein zutiefst liberales Projekt, liebe Freunde der FDP, das werde ich Ihnen sicherlich nicht sagen müssen. Freiheit und Fortschritt, Wohlstand, das sind liberale Projekte. Und dafür dürfen auch gerade wir Liberale uns die Europäische Union nicht von jedem Depp kaputtreden lassen, der gerade herumläuft. Und mir ist sehr bewusst, dass gerade auch die FDP in Deutschland eine Partei ist, die eine echte Verfechterin der Europäischen Union ist. Beweis dazu ist unter anderem die heutige Veranstaltung, die ja eine doppelte europäische Dimension hat, nicht nur das Thema, sondern auch die Gastredner, die heute hier eingeladen sind, darunter ich selbst, sind Beweis dafür, dass sie eine echte Europapartei in der Bundesrepublik sind. Nun, werte Damen und Herren, ist in der Europäischen Union nun alles in Butter? Sicher nicht. Davon muss ich sicherlich auch niemanden hier in diesem Saal überzeugen. Auch wenn die Europäische Union im Grunde ein Erfolgsprojekt ist, wäre es natürlich absolut realitätsfremd zu behaupten, dass eben alles in Butter ist. Was ist denn passiert mit der Europäischen Union? Darüber könnte man sicher Bücher schreiben und so manch einer hat sich ja auch schon berufen gefühlt, ein solches zu schreiben und es gibt dazu abendfüllende Themenveranstaltungen. Fakt ist aber, dass immer mehr Menschen sich von der Europäischen Union abwenden. Sie sind enttäuscht und unzufrieden. Sie halten die Europäische Union für ein Bürokratiemonster, eine ferne Macht, die irgendwo in Brüssel über die Köpfe der Menschen hinweg entscheidet, ein undurchsichtiges und auch undemokratisches Konstrukt, das keiner durchschaut. Auf diese Weise werden immer mehr Menschen anfällig für Vorschläge nach dem Motto, der Laden gefällt mir nicht, also treten wir aus dem Laden aus, oder der Laden funktioniert nicht, also schaffen wir den Laden ab. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht auch einfach und gut. Wohin aber eine solch populistisch gemachte und vor allen Dingen auch kurzfristig gedachte Politik führt, ja, das können wir uns gerade sehr genau am Beispiel Großbritanniens anschauen. Dort sieht man, in welch einen Schlamassel solch eine kurzfristig gedachte Politik führt. Wer Populismus wählt, der erntet Chaos. Das war schon immer so und das ist auch bei Herrn Cameron so gewesen. Neben solch vermeintlich einfachen Lösungen gibt es aber natürlich auch vernünftige Lösungen. Lösungen, die langfristig wirken und die Menschen auch überzeugen können. Eine Lösung steht auf der Einladung zur heutigen Veranstaltung, finde ich. Da steht Europakongress, starke Regionen für ein starkes Europa. Und bevor ich Ihnen jetzt einen theoretischen Vortrag über die Bedeutung der etwa 300 Regionen in Europa und deren Zukunft und Bedeutung für die Europäische Union halte,
möchte ich das mal ganz konkret an der Region festmachen, deren Parlamentspräsident ich sein darf, der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Die heutige deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens ist vielen besser bekannt unter der Bezeichnung die Kreise Eupen-Malmedy. Das Gebiet gehörte bis 1920 zu Deutschland bzw. zu Preußen und wurde dann mit dem Versailler Vertrag Belgien zugesprochen. Das Ganze ist jetzt etwa 100 Jahre her. Und übrigens, das darf ich hier in Nordrhein-Westfalen sagen, darf man in Nordrhein-Westfalen dankbar dafür sein, dass die deutschsprachige Gemeinschaft so klein ist, denn sonst wäre Nordrhein-Westfalen heute sehr viel kleiner, denn die ursprünglichen Gebietsanforderungen Belgiens damals gingen bis an den Rhein. Und dann wären wir heute nicht mitten hier in Nordrhein-Westfalen, sondern an der deutsch-belgischen Staatsgrenze im Landtag. Und das, glaube ich, würde Ihnen heute auch nicht so ganz gut gefallen. Wie dem auch sei, damals wurden wir belgisch, ohne dass die Bevölkerung wirklich gefragt wurde. Es gab zwar eine Volksbefragung, die aber in Wirklichkeit eine Farce wurde. Die Menschen haben damals also einen Wechsel ihrer Staatszugehörigkeit erfahren. Sie sind damals in meiner Region plötzlich in einem fremden Staat wach geworden. Übrigens, wie das in anderen Regionen Europas ja auch der Fall war, zum Beispiel in Südtirol, dem Elsass oder den Orlandinseln in Finnland. 1940 kamen dann die Nazis und haben das Gebiet, ich betone zwischen Anführungszeichen, befreit. Und es gab also wieder einen Nationalitätenwechsel. Plötzlich waren wir wieder deutsch, mit der fatalen Konsequenz, dass zum Beispiel die jungen Männer, die aus meiner Region stammten und bis dahin belgische Soldaten waren, der Armee Deutschlands zwangszugeordnet wurden und in den Russlandfeldzug ziehen mussten. 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurden wir dann abermals befreit, damals denn von den Nazis, wir wurden also sozusagen von unseren Befreiern befreit und wurden dann wieder belgisch. Wir wurden aber nie gefragt, was wir eigentlich selber wollten, und das Gebiet und ihre Menschen stand ab 1945, wie gesagt, wieder unter belgischer Verwaltung, damit aber gleichzeitig auch unter dem Generalverdacht der Kollaboration. Es gab eine tiefe Spaltung der Bevölkerung zwischen einer pro-belgischen und einer pro-deutschen Tendenz, ein Identitätskonflikt, wer sind wir eigentlich, sind wir nun Deutsche, sind wir nun Belgier, sind wir keins von beiden, und vor allen Dingen auch eine Bedrohung der deutschen Sprache und der deutschen Kultur in meiner Region durch das Französische. Heute, 100 Jahre später, im Jahr 2019, bildet dieses Gebiet die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens. Ich erspare Ihnen nun einen langwierigen Vortrag über die Föderalisierung Belgiens und dessen Funktionsweise, sonst fürchte ich, dass Sie den Düsseldorfer Rosenmontagszug verpassen werden. Halten Sie nur so viel fest, im Zuge der Föderalisierung Belgiens hat man für die Deutschsprachigen im Osten des Landes ab den 1960er Jahren ein eine Regierung und ein Gerichtsbezirk, und das für etwa 76.000 Menschen auf 854 Quadratkilometer. Wir sind damit eines der kleinsten Bundesländer in der Europäischen Union überhaupt, neben den Orlandinseln in Finnland, die ich eben schon erwähnte. Ich streite mich immer mit meiner dortigen Amtskollegin noch letzten Freitag, wer von uns eigentlich jetzt der Kleinste ist. Das ist auch eine etwas komische Diskussion in der Europäischen Union. Meistens streitet man sich ja darüber, wer der Größte ist, aber die Orlandinseln sind tatsächlich, zumindest bevölkerungstechnisch, noch deutlich kleiner, weil es nur 29.000 Menschen dort gibt, allerdings 30 Parlamentarier. In meinem Haus gibt es deren 25. Insofern bin ich auf jeden Fall der Parlamentspräsident des kleinsten Parlaments in der Europäischen Union. Wir sind also, wie gerade schon gesagt, eine Region mit einer sehr spezifischen und sehr schwierigen Geschichte. Wir sind eine Region mit Gesetzgebungshoheit. Wir sind aber auch ganz klar, das haben Sie schon gemerkt, eine absolute nationale Minderheit, und wir sind eine Grenzregion. Wir grenzen in der Bundesrepublik an zwei Bundesländer, an Nordrhein-Westfalen und an Rheinland-Pfalz. Wir grenzen an die Niederlande, wir grenzen an Luxemburg und wir grenzen auch an die französische Gemeinschaft Belgiens. Es gibt also auch eine Sprachgrenze in meiner Region, und wir sind so etwas wie die Schnittmenge zwischen dem germanischen und romanischen Sprachraum Europas, und ich bezeichne es gerne so, um es kurz zu machen, wir essen wie die Franzosen und wir rechnen wie die Deutschen. Und das wird bei uns jeden Tag gelebt.
warum erzähle ich Ihnen das nun alles? Nun, wenn Sie für die These, starke Regionen für ein starkes Europa, eine Beweisführung brauchen, dann können Sie die an der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien sehr stark festmachen. Die deutschsprachige Gemeinschaft ist eine starke Region dank ihrer Autonomie, die ohne die Europäische Union überhaupt nicht denkbar ist. Und die Versöhnung der deutschsprachigen Belgier mit ihrer eigenen Geschichte hat ganz wesentlich auch mit dem Friedensprozess der Europäischen Union zu tun. Wir setzen in unserer Region EU-Recht um, wir kofinanzieren europäische Programme, wir kooperieren mit nahezu jedem deutschen Bundesland, ganz explizit natürlich auch mit Nordrhein-Westfalen. Wir kooperieren mit österreichischen Bundesländern, sogar mit Schweizer Kantonen, mit Liechtenstein, mit Südtirol und vielen anderen mehr. Wir leben in der Euregio Maas-Rhein und in der Großregion. Wir fahren nach Maastricht Kleidung kaufen, nach Aachen Lebensmittel kaufen, kommen nach Köln zum Karneval. Ich betone Köln, Düsseldorf ist da immer etwas schwieriger für uns auch. Und wir fahren nach Luxemburg unser Auto tanken. Wir organisieren grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung, haben Studierende in Aachen, Köln, Maastricht und Trier, organisieren gemeinsame Diplomierungen in der für uns so wichtigen und erfolgreichen dualen Ausbildung und aus der deutschsprachigen Gemeinschaft pendeln jeden Tag 6.000 Menschen nach Deutschland und 4.000 Menschen nach Luxemburg, um dort ihrer Arbeit nachzugehen. Das klingt in absoluten Zahlen sehr wenig, aber das ist im Verhältnis zur Größe unserer Region verdammt viel. Natürlich gibt es auch in Ostbelgien europaskeptische Stimmen. Doch ist die absolut große Mehrheit der Bevölkerung absolut proeuropäisch eingestellt. Wir wollen und wir können gar nicht mehr ohne die Europäische Union leben. Auch die Politiker meiner Region sind auf diesem proeuropäischen Kurs eingestellt. Auch da haben wir leider in meinem Parlament eine Ausnahme. Insofern sind wir auch keine Insel. Aber nichtsdestotrotz käme kein Bürgermeister, kein Abgeordneter und kein Minister in meiner Region auf die Idee, die Europäische Union in Grund und Boden zu stampfen. Ganz im Gegenteil, es gibt prominente Beispiele dafür, die sich auch auf internationalem Parkett in Europa bewegen. Zum Beispiel mein Kollege Karl-Heinz Lamberts, der ja der Präsident des Ausschusses der Regionen ist. Die These also, dass die Europäische Union durch starke Regionen selbst gestärkt wird, ist also richtig. Ich persönlich bin zumindest feste davon überzeugt. Denn die Menschen sind eben zunächst in ihrem Heimatort und in ihrer Region verwurzelt. Dort sind sie zu Hause. Diesen Behörden vertrauen sie am meisten. Die Städte und Regionen sind also die idealen Vermittler zwischen den Bürgern und der Europäischen Union. Daraus ergibt sich übrigens auch eine besondere Verantwortung für Regional- und Lokalpolitiker. Sie müssen eine proeuropäische Einstellung haben, wenn sie die Menschen von der Europäischen Union überzeugen will. Und ich sage es immer sehr ausdrücklich, Europa braucht Europäer. Damit diese Lokal- und Regionalpolitiker aber überzeugte Europäer sein können, müssen sie natürlich auch gehört werden. Und das bringt mich zu einer letzten Bemerkung. Wer von starken Regionen in Europa spricht, der spricht auch vom sogenannten und viel diskutierten Subsidiaritätsprinzip. Hier gibt es in der Europäischen Union noch sehr viel Luft nach oben. Subsidiarität ist deutlich mehr, als die Bevölkerung nur nach Sinn und Zweck von Sommer- und Winterzeit zu befragen und es hinterher dann auch noch nicht zu tun. Die Europäische Union muss grundlegend über die Verteilung der Aufgaben nachdenken. Das ist eine der dringendsten Aufgaben, der dringendsten Reformen, die die Europäische Union nötig hat. Es macht keinen Sinn, dass die Europäische Union, das ist eben schon gesagt worden, sich um die Details kümmert und gleichzeitig die Regionen nicht die Möglichkeit haben, grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten. Das gilt logischerweise auch für Grenzregionen. Wie ich eben sagte, ist die deutschsprachige Gemeinschaft eine Grenzregion und wir sind entsprechend auch viel in anderen Grenzregionen unterwegs. Und ich kann Ihnen aus diesen Erfahrungen sagen, ich habe noch keine einzige Grenzregion gesehen, noch keinen einzigen Vertreter einer solchen Grenzregion getroffen, der mir gesagt hat, wir sind eigentlich mit dem Niveau der Kooperation, der grenzüberschreitenden Kooperation zufrieden. Nein, alle wollen mehr, also bitte lasst es sie auch tun. Und das Subsidiaritätsprinzip ist in der Europäischen Union meines Erachtens zumindest ein viel zu sehr theoretisch diskutiertes Projekt, ein viel zu sehr theoretisch diskutiertes Konzept.
Ich weiß gar nicht, auf wie viele Subsidiaritätskonferenzen ich schon eingeladen worden bin und zu denen ich auch schon hingefahren bin. Und immer wieder wird dieses Prinzip für gut geheißen natürlich. Es wird in der Theorie diskutiert, aber niemand nennt Ross und Reiter und sagt, ja, was müssen wir denn in den Regionen, in den Städten, in den Gemeinderegeln, auf staatlicher Ebene regeln und in der Europäischen Union regeln. Ross und Reiter müssen hier genannt werden, nur so kommen wir weiter in dieser Diskussion. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Vielleicht ein Tipp noch, eben ist schon viel gesagt worden, auch vom Botschafter zu dem, was die Europäische Union alles tun müsste. Er hat 5 Themenfelder, wenn ich mich richtig erinnere, aufgezählt. Ich möchte vielleicht einen Leitfaden noch aussprechen, ergänzend zu dem, was der Herr Botschafter schon gesagt hat. Wenn Sie sich die Diskussionen und auch Demonstrationen ansehen, die momentan in der Europäischen Union so laufen. Die Gilets jaunes zum Beispiel in Paris oder in Frankreich generell, leider auch in Belgien mittlerweile, oder aber auch die Diskussion und die Demonstration, die stattgefunden hat hier in Deutschland, zum Beispiel letztes Jahr in Chemnitz. Da kommt man nicht drum herum festzustellen, dass sich das immer wieder auf ein Thema begrenzen lässt, auf ein Gefühl, was die Menschen haben, nämlich das Gefühl, ungerecht behandelt zu sein. Sie fühlen sich ungerecht behandelt. Und ich glaube, das ist wirklich ein Leitfaden, an dem die Europäische Union sich in ihrem Handeln orientieren kann. Es kann nicht sein, dass die Europäische Union sich um den Datenschutz kümmert, was im Grunde richtig ist, dass die Europäische Union das tut, letztendlich aber von der Datenschutzgrundverordnung jeder Pfarrgemeinderat und jede Karnevalsgesellschaft betroffen ist, Facebook, Amazon und Co. aber nicht. Und genauso wenig kann es zum Beispiel sein, dass jeder Bürger und jeder mittelständische Betrieb vom Steuerfahnder verfolgt wird, wenn er seine Steuern nicht bezahlt und jeder Global Player sich gerade dort ins gemachte Nest setzt, wo das Sozialsystem und das Steuersystem ihm gerade am besten passt. Und ich glaube wirklich, wenn man die Menschen in Europa mitnehmen möchte, wenn man die Europäische Union den Köpfen und Herzen der Menschen wieder verankern will, dann muss man an diesem Gerechtigkeitsgefühl arbeiten. Und da hat die Europäische Union eine Kernaufgabe zu erfüllen. Meine Damen und Herren, ich komme jetzt tatsächlich zum Schluss. Ich schaue schon auf die Uhr. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für diese Einladung. Es ist ein sehr spannender Kongress. Und ich darf Ihnen sagen, in der Ruhe liegt die Kraft, in den Regionen allerdings auch, zumindest wenn es um die Europäische Union geht. Und in diesem Sinne wünsche ich der FDP Nordrhein-Westfalen alles Gute für die anstehenden Europawahlen und alles Gute für Ihre Arbeit hier in diesem Haus. Vielen Dank. Vielen Dank an Alexander Miesen für diesen sehr schönen Einblick in die Seele Ostbelgiens als Präsident des Parlaments von Ostbelgien, glaube ich, hat er da einen tollen Vortrag gehalten. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und wir kommen zur zweiten Runde unserer Diskussion. Ich darf begrüßen Tanja Nackmeier, Geschäftsführerin der Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik bei Unternehmer NRW, Dr. Joost Vandenakker, Regionalminister für Wirtschaft, Forschung und Wissenschaft der Provinz Limburg, Dion Schneider, Beigeordneter der Stadt Kerkrade und Dietmar Brockes, mein Parlamentskollege. So, ich fange links mit der Dame an. Wir haben eben, hieß es schon, Ostbelgien hat Pendler zur belgischen, also französischsprachigen Seite, aber auch zur deutschen Seite. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass der Arbeitsmarkt viel flexibler wäre, wozu natürlich auch die Sprache gehört. Ist das ein Thema, was Sie jetzt auch im Bereich Ausbildung, Arbeitsplatzsuche, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Arbeitsmarkt, was eine Rolle spielt? Ja, sicherlich ist die Sprache ein Thema. Also ich will noch eine grundsätzliche Anmerkung machen. Es gibt ja viel Mobilität auch über die Grenze. Es könnte natürlich mehr sein. Was wir natürlich auch merken, Mobilität ist ja nicht nur ein Thema über die Grenze, sondern ist ja auch in Deutschland innerhalb von NRW ein Thema. Und es beginnt halt ganz häufig im Kopf. Man muss bereit sein, über die Grenze vielleicht des Ortes, des Landes, des Staates hinaus zu gucken und da die Chancen zu nutzen.
das fängt früh an oder die Grundlagen kann man früh legen. Das ist auch gerade in der vorherigen Runde angesprochen worden. Dazu gehört Bildung ganz, ganz wesentlich. Und dann komme ich jetzt zu Ihrer Frage zur Sprache, die natürlich im Bildungssystem verankert sein muss. Sprache lernt man besonders gut früh und da die Grundlage dann zu legen in der Schule ist ganz, ganz wichtig und da kann sicherlich auch noch das ein oder andere mehr getan werden. Es gibt gute Beispiele, auch mit den Schulen, die die Sprache des Nachbarlandes frühzeitig anbieten, weil ich glaube, eine Sprache, das haben wir auch bei allen Projekten gemerkt, die jetzt nicht nur in den Grenzregionen angesiedelt sind, auch als in den Zeiten der Krise die Idee aufkam, Spanier, Griechen, Portugiesen hier auszubilden. Man hat gemerkt, Sprache ist nicht nur ein Hemmnis, aber ein ganz, ganz wesentliches und daran müssen wir arbeiten. Vielen Dank. Ja, Sprache ist das eine beherrschende Thema. Ich gebe zwei Beispiele bei uns aus der Region. Wir haben die Euregio-Profilschulen, die fangen also schon in den Grundschulen an, neben der normalen deutschen Sprache auch Unterricht in Niederländisch oder Französisch zu geben, sodass man eigentlich spielerisch mit der Sprache dann oder im Unterricht die Sprache des jeweiligen Nachbarlandes lernt. Und ein zweites Beispiel, wir haben die Grenzinfopunkte. Grenzinfopunkte vereinfachen es, das jeweilige Arbeits- und Sozialsystem des anderen Nachbarlandes zu kennen. Das heißt, wenn man Sprachkenntnisse hat und man weiß, wie läuft das, funktioniert das überhaupt in den Niederlanden oder in Belgien, da geht das einfacher. Und da frage ich jetzt Jos Vandenakker, wie ist das mit den Grenzinfopunkten auf niederländischer Seite? Ja, herzlichen Dank für die Einladung. In der Provinz Limburg gibt es mittlerweile 4 Grenzinfopunkte tätig, also in unserer Grenzregion. 3 auf Pendler zwischen den Niederlanden und Deutschland ausgerichtet, also in der Gemeinde Kerkraden. Wir dabei gerade den Schneider gleich wahrscheinlich auch auf weiter eingehen. Und unsere verschiedenen Euregionen. In unserer Provinz Limburg liegt in 3 verschiedene Euregionen. Maas-Rhein, Rhein-Maas-Nord und Rhein-Waal und alle 3 gibt es auch solch einen Grenzinfopunkt. Und da werden von allen Grenzpendlern die benötigten Informationen gebündelt zur Arbeit, Rente, Sozialversicherung, Krankenversicherung, Steuer, Kindergeld und so weiter. Und ja, das ist eine glückliche Botschaft finanziell, also ich nehme keinen Schnee mit aus Holland, aber, sondern Finanzierung, dass bis 2020 auch die Finanzierung von Grenzinfopunkte auf Provinzebene und auch auf nationaler Ebene gesichert worden ist. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil in unserer Grenzprovinz arbeiten von 550 deutsche und ausländische Unternehmen sind etwa 80 Deutsch, 6000 deutsche Arbeitnehmer gibt es in unserer Provinz und natürlich auch die tausende Grenzpendler von Limburg in NRW. Ja, man braucht Informationen, um ganz schnell neue Jobs zu finden. So sieht es auf niederländischer Seite aus, auf deutscher Seite. Dietmar, hat auch der Landtag dazu was beschlossen? Ja, also uns ist es auch sehr wichtig, dass wir eben dort die Informationen verbessern. Man muss ja sehen, in unserer Wirtschaft, sowohl was den Arbeitsmarkt als auch die Unternehmen angeht, suchen unsere Beschäftigten in der Regel einen Arbeitsplatz im Umkreis von 20 Kilometern, 50 Kilometern, 100 Kilometern. In den Grenzregionen ist es aber meistens nur ein Halbkreis, weil man eben dort Schwierigkeiten sieht, die aber mittlerweile gelöst sind. Es gibt viele Fragen, die natürlich geklärt werden müssen. Was ist mit meiner Krankenversicherung, was ist mit meiner Rentenversicherung etc. Über alle diese Fragen können die Grenzinfopunkte informieren. Und deshalb haben wir eben auch die Finanzierung über die nächsten Jahre deutlich gesichert. Sie ist im Moment, läuft sie über Interreg und wir haben bereits Beschlüsse hier im Landtag getroffen, dass wir darüber hinaus eben diese Grenzinfopunkte sicherstellen wollen. Wenn ich vielleicht noch einen Punkt zum Thema Sprache aufgreifen darf, was ja eben angeklungen ist. Denn ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Schlüssel für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, ja auch für Europa. Denn derjenige, der die Sprache des Nachbarn kennt, versteht und sie nach Möglichkeit auch selbst sprechen kann, der versteht, wie der andere denkt. Und das ist eben ganz wichtig, wenn man weiß, wie der andere tickt, wenn man andere kennt, dann schürt man auch keine Vorurteile und hat keine Ressentiments. Und das ist eben ganz wichtig für Europa. Und deshalb haben wir zum Beispiel eben jetzt auch auf den Weg gebracht, dass so
wie das deutsch-französische Jugendwerk ja schon seit vielen Jahren existiert und eine hervorragende Arbeit leistet. Das möchten wir auch mit unserem niederländischen Freundin machen, dass wir ein deutsch-niederländisches Jugendwerk aufbauen oder verstärken. Es gibt bereits ein kleines, ein Verein in Aachen auch, aber das wollen wir ausweiten, damit eben mehr Jugendliche diesseits und jenseits der Grenze auch vom Partner mehr erfahren und insofern dann auch mehr Begegnung zwischen unserer Jugend stattfindet. Vielen Dank. Die Frage an Herrn Schneider. Dietmar hat es eben schon gesagt, durch Landesmittel werden jetzt die Grenzinfopunkte entlastet und zuvor ging das auf Kosten der jeweiligen Kommune beziehungsweise in Aachen, was auch die Städteregion Aachen, die da Gelder zugeschossen hat. Wie sehen Sie jetzt die Veränderung der Finanzierung? Ja, deutlich ist das ein Plus. Ich denke aber nicht, dass nur die Informationen wichtig sind, denn die Sprache ist ein Teil, aber auch die Informationen sind nur ein kleiner Teil, um die Leute so weit zu bekommen, dass sie auch den Schritt machen, tatsächlich machen, um über die Grenze arbeiten zu gehen. Man sieht sehr viel bei den Leuten, dass es da mehrere Probleme gibt, also zum Beispiel die Mobilität, aber auch andere Sachen. Man muss ja auch wissen, wie die Kulturunterschiede sind zwischen Holland und Deutschland. Ein Holländer weiß zum Beispiel nicht, wie er einen Lebenslauf aufstellen soll, nach den deutschen Maßstaben. Da fängt es mal an. Und da gibt es Hemmungen. Die Leute haben nicht, die haben Angst, ganz einfach, um den Schritt zu machen. Und was wir jetzt in Kerkrade auch gemacht haben, das erste Grenzinfopunkt ist ja entstanden in Kerkrade. Und in Kerkrade ist jetzt auch der Service für grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung gekommen. Und das ist eigentlich der wesentliche Schritt, um auch die Leute bei der Hand zu nehmen und denen zu helfen, zu begreifen, wie die deutsche Kultur ist, wo die Unterschiede sind und wie man ganz einfach in der deutschen Kultur reinrennen kann und da Erfolge bekommen könnte. Also wenn es sein muss, dann gehen die Leute auch mit zu dem Arbeitgeber, um die Gespräche mitzumachen. Herr Schneider, vielen Dank. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Man muss wissen, wie der andere auf der anderen Seite der Grenze tickt. Wie reagiert der Arbeitgeber auf bestimmte Sachen? Wie reagiert der Arbeitnehmer zum Beispiel aber auch? Das ist auch die Frage. Die Frage stellt sich aber auch schon bei ganz jungen Leuten, nämlich den Leuten, die den Jugendlichen, die eine Ausbildung beginnen oder eine Ausbildung machen. Und es gab mal eine Anfrage vor 2 Jahren bei der Städteregion Aachen, wie das denn bei den 6 Berufskollegs aussieht. In der Städteregion liegend direkt an der Grenze. Wie viele binationale Abschlüsse werden denn da getätigt? Die gibt es, die Möglichkeit hat man. Zwar nicht in allen Berufszweigen, aber in einigen. So. Und ich gebe mal eben die Zahl bekannt, wie viele Auszubildende denn da von den 9 Berufsschulen ein binationales Zertifikat abgeschlossen haben. In 6 Berufsschulen von den 9 niemand. In einer Berufsschule 30 Auszubildende im Bereich Groß- und Außenhandel. In einer Berufsschule 6 Schülerinnen im Bereich Friseurinnen. Und in einer Berufsschule 3 Berufsschüler ohne nähere Angaben. Das ist 2 Jahre her. Und das ist aus einer Region, die direkt an der Grenze liegt, nämlich direkt an der Grenze zu Ostbelgien und den Niederlanden. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, wenn wir den gemeinsamen Arbeitsmarkt haben, wir haben die Freizügigkeit von Arbeitnehmern schon seit Jahrzehnten. Es gibt eine Richtlinie, die auch Anerkennung von Berufsabschlüssen geregelt hat in der EU. Warum nur so wenige? Ja, diese Abschlüsse sind ja jetzt nicht eine Anerkennungsfrage, sondern umgehen die ja eigentlich, weil man binationale Abschlüsse erwirbt. Ich verknüpfe es trotzdem mit dem Anerkennungsthema. Europa ist ja angetreten mit dem Motto in Vielfalt geeint. Ich glaube, die Vielfalt werden wir nicht aufheben können und auch nicht wollen. Wenn ich jetzt an unser duales Ausbildungssystem denke, das ist ja schon angesprochen worden, es ist, glaube ich, ein Wert, den wir hier haben, wirklich ein Schatz. Den würden wir ja nicht aufgeben wollen, indem wir irgendwie angleichen und Systeme
angleichen eben. Also glaube ich, ist der Weg der Transparenz ganz, ganz wichtig. Das glaube ich ist auch was, was genau diese regionalen und grenznahen Kooperationen so toll macht, weil man sich kennt, weil man sich kennenlernt, Vertrauen schafft, man weiß, was hinter dem Berufsabschluss jenseits der Grenze steckt. Und dann ist vielleicht auch die Anerkennung gar nicht mal mehr so ein Thema, weil ich weiß, was hinter einem Abschluss sich verbirgt. Wenn es jetzt nicht gerade ein reglementierter Beruf ist, brauche ich ja vielleicht keine Anerkennung. Warum diese Abschlüsse nicht so oft genutzt werden, jetzt könnte ich es auch positiv auslegen, dass man sagt, man braucht das gar nicht, weil man sich eben so gut kennt und die Abschlüsse auch gegenseitig anerkennt. Ob es dann so ist, vielleicht ein bisschen optimistisch gedacht, aber könnte sicherlich mehr werden. Ich glaube, das muss aber auch von unten wachsen. Ich glaube, das kann man von oben unterstützen, aber auch nicht von oben verordnen. Und Sie haben ja Bereiche angesprochen, wo es scheinbar ein bisschen mehr zum Beispiel klappt, großen Außenhandel, da liegt es ja auch nahe. Also ich glaube, man muss auch über so Bereiche gehen, wo es nahe liegt. Das entwickelt sich und macht dann hoffentlich auch bei anderen Geschmack für mehr. Vielen Dank. Jost, wir hatten ein Beispiel bei uns in der Region. Da war es so, dass Erzieherinnen in den Niederlanden Arbeitsplätze suchten, also nicht ausgelastet waren. Und in Deutschland suchte man händeringend Erzieherinnen. Ja. Und dann gab es Anerkennungsverfahren über die Bezirksregierung. Die dauerten so lange, dass die Erzieherinnen dann doch wieder in den Niederlanden andere Jobs in der Zwischenzeit angenommen hatten. Muss sowas so lange dauern? Gibt es andere Lösungen? Ja, was wir eigentlich brauchen hier in Europa, und der Botschafter und Herr Miesen haben das schon angedeutet, das ist die Vollbenutzung von Subsidiarität, also Flexibilität für Gesetzgebung und Mandate für Grenzregionen, um solche Sachen zu regeln. Und neben die Grenzinfopunkte und die Service grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung brauchen wir jetzt auch Vereinfachung und Beschleunigung der Anerkennung von Abschlüssen beziehungsweise in der Überbrückung von Hemmungen. Und für Krankpfleger, Physiotherapeuten, Kinderbetreuer. Aber das ist nur für Arbeitnehmerseite und wie das mit Arbeitgeber geregelt werden soll. In der Provinz Limburg machen wir auch noch eine neue Initiative, und das ist, wie einzelne Unternehmer ihre Finanzierung von den regionalen Entwicklungsgesellschaften auch über die Grenze mitnehmen können. Weil jetzt ist das noch auf den nationalen Ebenen organisiert. Wenn wir das fördern mit unseren unsere Staatsmitteln, von Steuermitteln, dann wollen wir nicht, dass die über die Grenze landen. Das ist natürlich eine komische Idee, wenn ein Unternehmer aus Sittard Unternehmen will in der Selfkant und nicht davon profitieren kann. Und bin ich ganz jetzt sehr froh, dass unsere regionale Entwicklungsgesellschaft LIOF zusammen mit NRW Bank, IHK Aachen und Zenit auch eine Initiative entfaltet, um finanzielles Instrument zur Vollbenutzung, für Unterstützung, für Innovationen von Unternehmen über die Grenze hinaus und natürlich an jenseits der Grenze, so auch wenn unser Botschafter einsetzt für regionale und sektorspezifische Ansätze für Verbesserung von Verfahren und Rechtsvorschriften, um die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern, dann bin ich sehr froh, dass wir wirklich hier in Europa in dieser Region das gestalten müssen. Also Europa wird in unseren Hauptstädten, in Maastricht und Düsseldorf gemacht und nicht direkt in Berlin und Den Haag. Vielen Dank, das sind klare Worte. Ich komme noch mal auf das zurück, was beide gesagt haben, diese Anerkennungsverfahren. Dietmar, ich lese mal eben was vor. Und zwar, es gibt 350 bundesweit einheitlich geregelte Ausbildungsberufe und 180 Fortbildungsabschlüsse. Die werden durch das Bundesanerkennungsgesetz geregelt. Daneben gibt es 165 Berufe, die durch landesrechtliche Regelungen anerkannt werden, und daneben gibt es dann noch jede Menge Sonderbestimmungen. Das heißt, wir haben für knapp 600 Berufe unterschiedlichste Bestimmungen auf Bundesebene, Landesebene, Bezirksregierung ist zuständig, die Handwerkskammern sind zuständig. Wäre es da nicht viel einfacher zu sagen, wir schauen mal, was man in jedem Land an Anforderungen hat und machen vielleicht eine Zusatzausbildung in dem jeweiligen Land, Deutschland oder Niederlande, und hat damit den Abschluss für beide? Ja, das ist eine Überlegung, die wir in der Tat haben. Also man muss wissen, dass wir eben auch gerade die 350 Berufe auf Bundesebene, also die einheitlich für ganz Deutschland geregelt sind, dass eben der Beschäftigte von hier nach Bayern wechseln kann und so, was ja auch irgendwo Sinn macht, dass eben die Qualitätsstandards geregelt sind. Nichtsdestotrotz
müssen wir natürlich eben auch gerade für uns in den Grenzregionen eine Öffnung hinbekommen. Und da schwebt uns eben vor, dass wir ein modulares System haben. Das heißt, dass wir uns anschauen, wie sind die Ausbildungen in den Nachbarländern und welche Zusatzqualifikationen bei uns oder in den Nachbarländern muss man erwerben, um eben den Standard dort auch erfüllen zu können. Und wir brauchen eben eine Standardisierung, damit nicht jede einzelne Erzieherin zur Bezirksregierung laufen muss und dort mehrere Wochen, Monate wartet auf ihre Anerkennung, sondern das muss digital zukünftig gehen, dass klar ist, ABC müssen noch erfüllt werden, wenn der Schein da ist, Anerkennung sofort. So denke ich mal, kann die Digitalisierung uns gerade auch auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sehr, sehr helfen. Herr Schneider, für Sie noch die Frage, ist sowas praktikabel? Dann würde das in Kerkrade zu mehr Wettbewerb, zu mehr Austausch über die Grenze hinweg, zu mehr Facharbeitern führen, die Sie brauchen? Aber sicher, das sind die Sachen, wo wir mit zu tun haben. Das sind die Sachen, die beseitigt werden müssen. Aber was wir in Kerkrade auf der Kommunalebene machen, ist ganz einfach nicht nur schauen, was wir machen könnten und warten, bis das alles geregelt ist. Aber was wir jetzt machen, ist einfach das, was wir können. Und wir haben nicht die Zeit auf Kommunalebene, um zu warten, bis alles geregelt ist und ganz Europa Hand in Hand miteinander läuft. Aber wir sehen, die Möglichkeiten, die wir haben, die nutzen wir voll aus. Und das sind wir auch den Bürgern auf der Straße einfach, das müssen wir so machen. Es ist ja auch nicht zu erklären als Politiker, wenn man in Kerkrade, Herzog und Rat, wir haben da eine Straße, das sind 10 Meter Distanz. Und da kann man ja auch nicht mal erklären, dass ein jeder, der an der rechten Seite wohnt, ganz andere Rechte hat und Möglichkeiten hat, als derjenige, der an der linken Seite wohnt. Und das sind einfach Sachen da, ja, ich kann das nicht erklären. Also wir machen nur das, was wir können. Und wenn wir den Leuten helfen können, dann machen wir das mit den Regeln, die wir jetzt haben. Ja. Vielen Dank. Und ja, ich glaube, da wurde ganz versteckt so die niederländische Mentalität in der Grenzregion erklärt, indem man sagt, wir lösen die Probleme da, wo sie sind, egal ob das Gesetz es jetzt zulässt oder nicht. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Und da sollten wir von deutscher Seite auch häufiger mal den Mut haben und zu sagen, okay, das Problem ist da, wir kriegen was gelöst und nicht das Problem ist da, ich kann es nicht lösen. Weil diese Ansicht haben wir auch häufiger. Just. Ja, aber diese Mentalität ist schon da. Also ich bin geboren worden in Rotterdam. Ihr Ministerpräsident hat schon gesagt, das ist unser Hafen von Nordrhein-Westfalen. RWTH Aachen ist unser technischer Uni, sagen wir in Maastricht. Ich habe Erasmus in München studiert. Und ich habe mal Hans-Dietrich Genscher geinterviewt. Und der hat gesagt, mit Europapolitik, wenn man nur einen halben Schritt gehen kann, geht man nur einen halben Schritt. Wenn man einen ganzen Schritt gehen kann, geht man einen ganzen Schritt. Nur die Richtung muss stimmen. Und genau wie Herr Schneider dieses angedeutet hat, wir müssen das einfach lösen, wo wir können, gehen wir jetzt den Weg. Und gerade in dieser Zeit des Brexit-Verhandlungs, wo wir unsere Weltordnung und Welthandel unter Druck stehen, müssen wir einfach durchgreifen und machen, was wir können zusammen. Weil sonst, wenn wir es nicht machen, dieser kleine Schritt, dann geht vielleicht alles pleite. Lieber Jus, vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr. Es soll jetzt noch eine kleine Podiumsdiskussion für Fragen aus dem Auditorium die Möglichkeit gegeben werden. Ich bedanke mich erstmal bei den vier, noch hier stehen bleiben, bei den vier Mitstreitern, die gerade mit mir die Podiumsdiskussion geführt haben. Die anderen drei rufe ich jetzt gleich noch gern dazu. Und dann haben wir noch 5 bis 10 Minuten Fragen aus Ihren Reihen zu Themen, die Sie wünschen und das möchte ich Ihnen jetzt noch, die Gelegenheit möchte ich Ihnen jetzt noch geben. Ein Wort noch gerade zu Jos Vandenacker. Heute im Vertrag zu Aachen wurde unter anderem auch geregelt, dass es Grenzkorridore geben soll. Und Grenzkorridore, in denen dann überlegt werden soll, welches Recht ist denn anwendbar. Das heißt, wir haben einen Korridor in Deutschland, in dem unter Umständen niederländisches oder französisches Recht anwendbar wird. Das sind interessante Vorschläge und die gehen dann wieder auf die Idee zurück, die eben vom Botschafter auch genannt wurde und auch von Alexander Miesen, dass wir die Grenze öffnen müssen und nicht mehr starr an dieser Grenze festhalten und wie diese Grenzkorridore ausgestaltet werden sollen.
Das werden wir jetzt in den nächsten Jahren sehen, weil das natürlich auch wiederum Verwaltung bedarf. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich gebe jetzt die Fragerunde frei und bitte um Wortmeldung. Eine Wortmeldung ganz hinten. Also die Frage ist in der hintersten Reihe erstmal. Bitte die Fragen dann kurz halten, damit wir Zeit für die Antworten haben. Ja, richtiger Abstand bitte. Mein Name ist Wolfgang Rudolph, Stadtverband Pulheim, DGLI-Mitglied, also überzeugter Europäer. Ja, ich bin Mitglied im Landesfachausschuss für Europa und internationale Politik und dabei Arbeitskreis Euregio. Je tiefer ich in dieses komplexe Thema einsteige, stellt sich mir eine Frage, die ich ja, vielleicht an Thomas Nückel gerne weitergeben möchte. Ja, wäre das ganze Problem nicht mit der EU, also Brüssel, wesentlich leichter zu lösen und nicht nur in den kleinen Schritten zu lösen? Vielen Dank. An Thomas Nückel, der den Einführungsvortrag gehalten hat, ist eine Frage gestellt worden. Thomas, bitte. Mikros gibt es hier. Wunderbar. Ja, danke für die Frage. Ja, klar, wäre vieles vielleicht leichter zu lösen, wenn man mal auf die Euregios blicken könnte. Aber Brüssel ist manchmal natürlich kompliziert und vieles ist auch von den Euregios, was da einfach läuft, natürlich nicht übertragbar auf andere Regionen. Insofern ist es vielleicht ein Beispiel, aber ich glaube, darf man nicht so orthodox blicken. Das muss man, glaube ich, ein bisschen ja, variabel sehen, weil die Euregios kümmern sich um die kleinen Details, da geht es um die kleinen Dinge und Brüssel ist dann schon natürlich für viele Menschen einfach ein bisschen abstrakter, aber es sind dann auch manchmal die komplexeren Dinge, die dort geregelt werden müssen. Thomas, vielen Dank. Eine Frage war direkt dahinter. Bitte. Okay. Ja, guten Abend. Tim Fiedler ist mein Name aus dem Rheinkreis Neuss, bin Unternehmer dort und ich habe mir gerade die Frage gestellt bei der Diskussion, wir haben es im Bereich der Arbeitssicherheit, in dem ich tätig bin, dass wir die Ausbildung in Modulen gestaltet haben und haben die berufsfachspezifische Anerkennung über die Berufsgenossenschaften in einzelnen Modulen und Lehrgängen geregelt. Und vielleicht kann das eine Lösung sein, um einen Ansatz zu schaffen, um länderübergreifend zu arbeiten, dass man sagt, wir standardisieren Ausbildungen insoweit, dass die Standards, die einzelnen Berufsstandards in den beginnenden, in den Anfangsperioden gesetzt werden und die länderspezifischen Regelungen, die es in den einzelnen Berufen gibt, die dann an das Ende der Ausbildung zu setzen und somit auch eine Anerkennung in den einzelnen Ländern ja, zu vereinfachen, um dann die Ausbildung da zu verbessern an der Stelle. Herr Fiedler, vielen Dank. Frau Nackmeier, was meinen Sie? Wäre das eine Möglichkeit? Oh, das Thema Module und Ausbildung ist ein höchst sensibles. Das, glaube ich, wissen aber jetzt vor allem die Berufsbildungsexperten oder Politiker. Ich habe ja gesagt, mir fällt es so ein bisschen schwer zu sagen, wir brauchen eine Standardisierung. Sie gehen ja jetzt ein bisschen über die Inhalte. Ich meine, wir haben ja noch die unterschiedlichen Strukturen. Unser System, würde ich jetzt mal sagen, ist fast einzigartig, auch in der Kombination Berufsschule, Betrieb, auch wie sich es entwickelt. Die Sozialpartner plus die Kammern sind maßgeblich verantwortlich für die Ausbildungsinhalte und so weiter. So etwas gibt es woanders nicht. Also ich finde, da stellen sich viele Fragen und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Auch eine ehrliche Antwort. Gibt es weitere Fragen zur Bildung, zu Studium? Bitteschön. Zuerst da, danach melden wir uns bei Ihnen, da vorne, die Dame. Mein Name ist Cordula Prieset, ich komme aus Felbert, bin aktiv im LFA Gesundheit. Muss mal gerade auf den Spickzettel gucken. Wir haben eine duale Ausbildung, ganz normal in der EU ist das ganz häufig ein Studiengang. Aktuell, mein Sohn hat vor 2 Jahren den europäischen Berufsausweis in der Krankenpflege beantragt, war relativ neu zu dem Zeitpunkt. In Finnland ist der zögerlich anerkannt worden, weil das bei denen ein Studiengang ist. Ich finde, dass der europäische Berufsausweis viel mehr in den Fokus gestellt werden sollte und vor allen Dingen ausgeweitet werden sollte auf viel mehr Berufe. Das war meine Anregung. Danke. Dietmar, möchtest du dazu kurz?
Ja, das finde ich einen guten und wichtigen Hinweis. Wir müssen eben schauen, dass da natürlich dann auch die Standards so enthalten sind, wovon ich jetzt ausgehe, dass eben der Beruf auch in allen europäischen Ländern angesetzt wird. Wir haben häufig nämlich das ein ähnliches Problem, sage ich mal, dass eben völlig unterschiedliche Ausbildungen zugrunde liegen. Nehmen wir den Bereich der Erzieher zum Beispiel in den Niederlanden und in Deutschland bei uns eben eine berufliche Ausbildung dort eher als Studium angelegt. Und dementsprechend sage ich, müssen wir schauen, wie wir einheitliche Standards kriegen, weil wir wollen ja auch nicht das Niveau senken, sondern uns ist natürlich wichtig, dass die jungen Damen und Herren, die unsere Kinder ausbilden, die unsere Eltern pflegen etc., auch die Qualitäten mit sich bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber deshalb, wenn wir solche europaweiten Standards hinbekommen, das wäre sozusagen die Ideallösung. Ich glaube, ein wichtiger Schritt ist, wenn wir bilateral die Ausbildungen anpassen. Das ist eben auch, dass wir anfangen, nicht warten, bis sozusagen das große Ganze geklärt ist, sondern hier im Kleinen, in unserem Bereich, dort, wo wir die Zuständigkeiten haben, dann loslegen. Sie haben nach... Ja. Erweitert, genau. Ja, muss noch viel mehr bekannt gemacht werden, da gebe ich Ihnen völlig recht. Es gibt nur ergänzend dazu, dann kommen wir zu Ihnen in der dritten Reihe, ergänzend dazu, es gibt aber natürlich auch Negativbeispiele. Nehmen wir das Beispiel Hebammen, was bei uns anders geregelt ist als in den anderen Ländern. Das wird jetzt akademisiert. Der Bund ist im Moment zuständig für die ganze Geschichte, hat das Gesetz nicht erlassen. Die Umsetzungsfrist läuft nächstes Jahr ab. Also da muss man dann auch wieder fragen, wir wollen hier in NRW das Thema anpacken. Wir wissen noch nicht, welche Hochschulen werden demnächst die Ausbildung der Hebammen durchführen. Wie wird es überhaupt geregelt in dem Bereich? Es gibt keine Professuren, aber der Bund lässt uns im Moment einfach da im Regen stehen. Und die Vorgabe kommt von Brüssel. Um Gerechtigkeit und Bürgerverständnis auch da herzustellen, muss man sagen, da muss auch in Berlin ein bisschen schneller gearbeitet werden. Bitte schön. Mein Name ist Klaus Sänger. Ich habe eine Agentur gehabt bis 1995 mit italienischer Ware. Und ich finde das großartig, weil ich ein überzeugter Europäer bin, durch freie Grenzen. Wenn ich aber die letzte halbe Stunde hier gehört habe, dass wir für ein starkes Europa uns einsetzen, dann höre ich über so viele kleine Probleme im grenzüberschreitenden Verkehr, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie man einen Lebenslauf in Deutschland zu schreiben hat. Wissen Sie, wenn wir so langsam in Europa vorangehen, dann frage ich mich, wann sollen wir endlich ein gescheites und großes Europa haben, wo Sie die Leute, Sie die Politiker, uns mitnehmen? Das ist doch die Frage. Und deshalb ist auch die Verdrossenheit. Deshalb ist auch die Verdrossenheit in Deutschland und wahrscheinlich in Europa, das werden Sie an den Wahlbeteiligungen auch in Zukunft sehen, gering. Weil die Leute kein Interesse haben. Es geht zu langsam. Und wenn wir kein starkes Europa haben, überrollt uns China. Ich sage das einmal, weil ich einige Monate in China jetzt war und ich beschäftige mich mit dem Land seit 1992, also 3 Jahre nach dem Aufstand. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn wir in Europa kein starkes Europa haben, werden wir überrollt. Und ich hätte mich gerne mit Herrn von Grünberg nachher noch mal unterhalten, wenn die Gelegenheit dazu gibt, auch mal mit den Studenten zu sprechen. Denn gerade unsere Hochschullehrer sollten darauf hinweisen, dass wir junge Leute in einer tollen Ausbildung haben. Die Chinesen schmeißen uns jedes Jahr 60.000 Ingenieure auf den Markt. Und wir wissen das selbst, jeder, der sich damit beschäftigt, sieht die großen Probleme, die auf Europa zukommen für die Zukunft. Das möchte ich einmal sagen. Aber nehmt ihr Politiker, uns Europäer, überzeugten Europäer, einfach mal mit, indem sie etwas machen. Machen Sie doch einfach. Auch in Nordrhein-Westfalen sind Sie doch mal klar und deutlich sich einig, ich mache jetzt mal und halten sich nicht fest, sagen wir mal, Lebensläufe,
die ein Holländer in Deutschland zu machen hat. Ich kenne so viele Holländer, die hier in Deutschland arbeiten, die haben überhaupt keine Probleme damit. Also das mit dem Lebenslauf war gerade ein Beispiel für eine Situation in einer Grenzregion. Ich glaube, generell haben wir ja in Europa auch das Problem. Wir, mit Sicherheit stehen hier alles überzeugte Europäer als Politiker vor Ihnen und sitzen vor Ihnen. Ich glaube, generell haben wir das Problem des Umbruchs in Europa. Wir haben durch den Brexit, wir haben durch andere Staaten, die nicht so schnell mitgehen wollen, wie vielleicht Deutschland und Frankreich oder die Benelux-Staaten. Es gibt eine Art Kerneuropa und es gibt daneben andere, die nicht so schnell wollen. Und dieses Europa der ein oder zwei oder drei Geschwindigkeiten, da ist man ja gerade in der Frage, sollen wir sowas zulassen? Wird es das demnächst geben, dass die Europäische Union in der Form, in der wir sie bisher kennen, nach dem Austritt Großbritannien nicht mehr so sein wird, das wissen wir alle. Nur, wir müssen dieses Machtvakuum, was da ist, auch irgendwie füllen. In NRW haben wir durch die Koalition sehr viel in den Koalitionsvertrag aufgenommen, um zu zeigen, dass wir zum einen zu Europa stehen und zum anderen auch mit unseren Nachbarn zusammenarbeiten wollen. Von daher glaube ich, und diese Veranstaltung heute ist ja eine Geschichte, um das weiter nach vorne zu bringen. Daneben gibt es Regierungskonsultationen der Regierung der Niederlande mit der NRW-Regierung. Ich glaube schon, die ersten Schritte werden auch von Landesseite gemacht. Aber die EWG ursprünglich war eine reine Zollunion mit Personen-, Dienstleistungs-, Kapital-, Verkehr angebunden. Eine reine Zollunion. Mehr sollte das gar nicht sein. Und dann wurde mit und mit weiterentwickelt. Und da, wo wir jetzt stehen, da sind wir auch noch nicht am Ende der Entwicklung. Wir müssen einfach gucken, wo geht der Zug hin. Und man darf nur nicht den Populisten trauen und dann wieder glauben, wir müssten in alte Nationalstaatlichkeiten zurückfallen. Das war aber jetzt nur mein Statement. Ich wollte jetzt eigentlich, wolltest du noch was sagen zu dem Thema? Wenn es möglich wäre. Bitte. Ganz kurz, eine kleine Bemerkung. Europa soll von jener Generation neu gestaltet werden. Und wie überzeugend Sie gerade gesprochen haben, also auch von der Notwendigkeit von den letzten Jahrzehnten, aus der Nachkriegszeit, der das Europa aufgebaut worden ist. Ich fürchte, dass erst jetzt, als ein großer Mitgliedstaat ausscheidet, wir wieder die Notwendigkeit Europas auch für unsere, also meine und jüngere Generationen überschaubar wird. Erst jetzt, als die neuen Zollprobleme, Mautpläne und so weiter, Unfreiheiten wieder aufwachsen, dass auch die neuen Generationen sehen, wie notwendig es ist, ein liberales Europa aufzubauen. Das kann leider nicht mehr nur mit Zollunion top-down geschehen. Das müssen wir wieder wirklich miteinander machen. Das machen wir in Maastricht mit einem Programm Working on Europe, mit der Gemeinde, mit der Stadt, mit der Universität. Und das machen Sie auch gerade hier bei dieser Veranstaltung. Und ja, eigentlich zeigt das hier, dass wir das jeden Tag miteinander gestalten müssen. Danke. Gerne. Es gab noch drei Wortmeldungen. Die bitte ich gleich, sich unmittelbar an die Referenten zu wenden. Mit Blick auf die Uhr haben wir nämlich die Zeit der Podiumsdiskussion schon überschritten. Ich bedanke mich im Namen der Gäste hier bei Ihnen für Ihr Dasein und Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Fragen. Übergebe jetzt an Dietmar Brockes für Schlusswort und wünsche Ihnen dann noch einen schönen Abend. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Werner Feil. Und ganz herzlich möchte ich mich zum Schluss bei Ihnen allen, bei unseren Gästen hier bedanken. Keine Sorge, ich versuche jetzt nicht den Fehler zu machen und die Ausführungen, die Diskussionen, die wir eben hatten, hier nochmal wiederzugeben. Aber ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Botschafter, für Ihre Ausführungen. Sie haben deutlich gemacht, welche Erwartungen auch gerade unsere niederländischen Nachbarn an die Europäische Union haben. Und ich kann Ihnen sagen, diese Erwartungen, die Sie geäußert haben für Ihr Land, decken sich fast genau mit den Erwartungen, die wir haben. Also deshalb lassen Sie uns gemeinsam herangehen und Europa besser machen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Wir hatten die Podiumsdiskussion mit den Kollegen zum Bildungsthema. Ich glaube, auch dort ist sehr deutlich geworden, wie wichtig gerade auch Bildung für Europa ist. Denn
wer entsprechende Bildung genossen hat und so, wer den anderen kennt, das Sprachthema hatten wir in der anderen Runde auch, der hat auch keine Ressentiments. Bildung kann Europa zukunftsfest machen, hat mein Kollege Moritz Körner ausgeführt. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den wir gerade als freie Demokraten, als Liberale in Europa setzen müssen, dass die Bildung einen viel höheren Stellenwert innerhalb der Europäischen Union hat. Das ist ein Mehrwert für die Union und auch für die Bürgerinnen und Bürger. Dann ganz herzlichen Dank, Herr Parlamentspräsident Miesen, für Ihre Ausführungen. Ja, Sie haben hervorragend deutlich gemacht, wie wichtig starke Regionen für Europa sind, aber auch, wie wichtig Europa für starke Regionen ist. Das war ein hervorragendes Statement und dafür ganz herzlichen Dank. Es hat gezeigt, es lohnt sich, für Europa zu kämpfen. Ja, und dann gerade in der letzten Runde, da sind wir natürlich auch wieder auf einige Probleme, Alltagsprobleme eingegangen, die wir in den Regionen auch haben. Ja, man kann das tagtäglich bemängeln und kritisieren, Europa deswegen kritisieren, was alles nicht funktioniert. Wir haben als Liberale einen anderen Ansatz. Wir gehen diese Probleme an. Wir wollen sie lösen. Wir wollen gemeinsam Europa besser machen. Und ich glaube, das muss auch die Botschaft für die vor uns liegende Europawahl sein. Ja, meine Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich auch bei den Kollegen Marc Löbke, Thomas Nückel und Werner Feil, die mit heute durchs Programm geführt haben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, draußen uns noch auszutauschen, Networking, wie das so neudeutsch heißt, zu betreiben. Ich glaube, es gibt viele Themen, die es sich lohnt, auszutauschen. Und wir haben dazu auch eine sozusagen niederländisch-belgisch-deutsche Grundlage. Es gibt nämlich niederländische Frikandel mit belgischen Pommes und deutschem Krautsalat. Dazu noch ein nettes belgisches Bier. Also ich denke, es lohnt sich. Und meine Damen und Herren, ich glaube, in der Runde ist sehr deutlich geworden. Es gibt viele Möglichkeiten, es gibt viel Kritik an Europa. Wir sollten aber gemeinsam dafür sorgen, dass uns dieses Europa nicht von Nationalisten und Populisten kaputt gemacht wird, sondern lassen Sie es uns gemeinsam angehen, dieses Europa besser zu machen für uns alle, für die Bürgerinnen und Bürger. Herzlichen Dank und einen schönen Abend noch.